Das ist ein Taktik-Shooter, den ich einmal bis jetzt gespielt habe mit Daniel zusammen. Daniel hat mich komplett durchgecarried. Und wir haben quasi so eine Art Lager. Da kann uns auch niemand irgendwas wegnehmen. Das ist einfach unser Inventar quasi. Und dann können wir uns equippen für einen Einsatz, sag ich mal, okay? Und alles, was wir mitnehmen in den Einsatz, können wir im Grunde verlieren, wenn wir sterben. Wir können aber auch andere Leute umbringen und deren Loot nehmen und dann in unser Lager bringen. Im Grunde ist es das. Das ist die Kurzversion. Ich werde unnormal krass aufs Maul bekommen. Okay, das ist aktuell mein Charakter. Ich habe eine AK-74, warte mal, ich gehe mal hier runter. Kleiner als 3. Ich habe eine AK-74. Fucking Trash Pistols. Und diese Waffen, die auch, glaube ich, scheiße sind. Entschuldigung. Wir haben nur Trash. Ich schau dich ja schon 2 oder 3 Monate, Kappa, bist mittlerweile meine Abendunterhaltung, Montag und Donnerstag Realtalk. Wie kommt man aus dieser Abo-Falle? Puck. Ah, Zürich, Bro. Zürich auch schon Jahrtausende dabei, Bro. Danke für die netten Worte, Buddy. Ich finde, dass Twitch endlich mal wieder eine fucking Samsung Smart TV App bringen soll. Das macht mich so sauer. Ich würde irgendwie auch mehr Streams gucken. Und vor allem auch länger, wenn ich nicht immer über mein Handy oder PC gucken müsste, sondern auch mal auf dem Fernseher. Aber irgendwann wurde die einfach gelöscht. Das ist so dumm, Alter. Das ist todeswack. Das Ding ist halt, das war halt keine von Twitch selber, I guess. Weswegen ich verstehen kann, dass sie gelöscht werden muss. Aber dann bringt eine eigene raus. WTF? Gibt es Smart-TVs, die eine Twitch-App schon haben? Also ich meine jetzt nicht sowas wie Fire-TV-Stick oder so. Also ist das Problem nur bei Samsung-Fernsehern? Guck im Browser. Du meinst vom Fernseher jetzt quasi. Geht nicht, habe ich versucht. Mein Ding ist halt, ich habe einen Google Chromecast, wisst ihr, darüber würde es ja rein theoretisch gehen. Aber mein Chromecast ist so pp-ger jedes Mal, dass ich so mit meinem Handy 14 Mal aus dem fucking Internet rausgehen muss, dann diese App, mit der ich gerade da irgendwas übertragen möchte, 14 Mal neu starten muss, bis es dann irgendwann funktioniert, Junge. Und meine PS4 ist hier angeschlossen, Freunde. Ich meine, ich könnte natürlich auch den Basti GAG machen, ob mir fürs Schlafzimmer oder fürs Wohnzimmer eine zweite PS4 einfach kaufen. Weird Flex, Basti. Aber da habe ich echt nicht so Bock drauf. Lass Basti in Ruhe. Okay. Okay, Freunde. Unser Equip ist ziemlich scheiße, richtig? Okay, warte mal. Schau dich gerade auf der Twitch Philips Smart TV App Luth. Okay, okay. Ja, dann scheint es nur ein Samsung-Problem zu sein. Danke für die 20 Euro, by the way. Und MNGLS. Darauf habe ich erstmal kurz gepupst. Danke für die 10 Euro, Bro. Und das Herz. Und yo, Mister, Grüße gehen raus an den Justin, den Tim. Ach so, Justin. Justin, Junge. Den Tim und den. Und der Nico. Nee, der Nico. Der Tim und der Nico. Und der Justin. Danke für die 5 Euro, Bro. Ah, herrlich, Junge. Olle Karl S. Okay, Freunde, was sollte ich hier lassen und was sollte ich mitnehmen? Chat, ihr, okay, ich weiß, es wird eine harte Aufgabe für euch. Aber ihr müsst mich jetzt da durchcarryen. Hol dir einen Raspberry Pi und schau darauf im Zimmer. Okay, das ist ein ganz weirder Technikflex gerade. Obwohl, mein Vater wäre stolz auf mich, wenn ich irgendwas mit einem Raspberry Pi machen würde. Mein Vater fährt auch sowas immer übertrieben ab. Okay. Also die Scheide behalte ich, soweit ich verstanden habe. Also diese Pickel hier, die kann ich nicht mehr, die verliere ich nicht mehr. Ich überlege, Chat, wäre es vielleicht smart, wenn wir einfach gar nichts mitnehmen, außer eine Pistole? Um so ein bisschen zu farmen? BS anstatt BT-Munition. Ich habe nur, ich weiß nicht, was ist denn überhaupt BT? Also ich habe nur BT und BP-Munition. BS-Munition habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, ey, wisst ihr was? Real Talk. Was nehmen wir mit? Warte mal, wir nehmen... Eine Tasche wäre actually gar nicht so dumm, I guess.
Achso, wir haben übrigens das hier. Was ist das hier? Achso, das war so ein Heal-Kit, ne? Ich glaube, Chat, das war das, wo ich falls mir mein Arm gebrochen ist oder so, kann ich das damit, glaube ich, wieder reparieren quasi. Also fixen halt. Okay, warte mal. Wir equippen mal eine Pistolette. Magazine. Und Munition. So. Dann brauchen wir sowas wie, ja, diese Kommandoweste hier ist vielleicht ganz cool. Und ich würde ehrlich gesagt noch einen Rucksack mitnehmen wollen. Achso, guck mal, wir haben auch diese Doc-Tasche hier. Die können wir, glaube ich, noch aufmachen. Also wir können auf jeden Fall diesen komischen... Also, Daniel hat mir erzählt, wenn ich Level 5 bin, was ich jetzt bin, kann ich den Flohmarkt verwenden. Ich weiß nicht wo, aber wir können nachher auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen. Und das werden wir wahrscheinlich auch bessere Waffen holen und so. Mach den Alpha-Container wieder rein. Achso, ja, true. Wo ist denn der? Ah, hier. Genau, den Alpha-Container, der ist auch safe. Aber das Paracord soll ich rausnehmen, oder? So, die kann ich auch reinnehmen. Brauche ich das Paracord, Freunde? Damn, son. Ich weiß nicht, das war irgendwie zum Escapen, meinte Daniel. 3 Jahre Sob. Auf 3 weitere Habibi People. Das brauche ich? Okay, und Wasser soll ich noch mitnehmen? Ja, Wasser könnten wir noch mitnehmen. Damn, son, where'd you find this? Ich vermute, wir sollten mehr Munition mitnehmen, wa? Geht diese Munition auch in diese Pistole? Ich sehe bei der Munition noch nicht so ganz durch, Freunde, muss ich sagen. 3 Jahre Sub auf 3 weitere. Bro, dickes Papa, ey. Vielen Dank, mein Buddy. Kuss auf dein Auge, Bro. Und hey, Kevin, wieso bin ich für 20 Minuten aus dem Chat gebannt und immer, wenn ich wieder in deinen Stream gehe, verlängert es sich um 15 Sekunden, obwohl ich heute nur einmal Lulwe in den Chat geschrieben habe? Lass uns kurz überprüfen, ob du wirklich nur einmal Lulwe reingeschrieben hast. I doubt it, Alter. Ich weiß nicht, wie du im Chat genau heißt. Was mit Runnings? I don't know. Ich vermute, er hat nicht nur Lulwe reingeschrieben, aber danke für die 12 Euro, Bro. Ja, vermutlich wurde da irgendwie so ein, weiß nicht, irgendwas Böses gedroppt. Danke für die 5, Bruder. Wenn du aber irgendwelche Probleme hast, schreib gerne den Mod. Die sind da Smile-W im Chat, sehr hilfsbereit meistens. Du musst nebenbei ein Wiki aufhaben, damit du die Ausgänge findest. Guck mal, ich hab doch euch. Freunde, wir gehen rein. Was ist denn die leichteste Map? Was ist denn die kleinste Map vielleicht? Wo würde ich am besten klarkommen? Mit Daniel habe ich Reserve gespielt. Achso, ich muss noch den Server verdecken, Bro. Danke, Mann. Ah. Danny, danke. Einmal hierhin, bitte. So. Perfekt. Vielen Dank, Danny. Danke, Bro. Okay. So, weil da unten links steht mein Server die ganze Zeit und das muss ja nicht sein, wa? Mach sein Auge dahin? Warte. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viel, wa? Ich glaube, ich brauche nicht so viel. Ah, nein! Okay, meint ihr, das reicht so, Chat? Ja, oder? Okay, ich soll Zoll oder Fabrik nehmen. Okay, dann nehme ich Fabrik. Warte mal, wir machen Fabrik 3 Uhr nachts. Warnung, du hast nicht die richtige Karte im Inventar. Was bringt die Karte, Chat? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, das ist meine erste Runde. Oh, das ist dunkel? Bin ich raus? Bin ich safe? Ich meine, ist doch nicht schlimm, wenn es nachts ist, oder? Ist dunkel einfach ein Problem für euch, Chat? Habt ihr ein Problem mit dunkel? Okay, das ist euer Problem, Chat. Ja, das ist ganz schön racist in my opinion, dude. Also, ich sag ganz ehrlich, mir ist egal, ob es dunkel ist oder nicht. Aber wenn es euch wichtig ist, Freunde, dann gehen wir 15 Uhr rein. Ah, Zuri, oh. Das ist hart, das ist hart. Bro, danke für die 20 Subgifts. Das ist wild. Vielen Dank, mein Buddy. Dickes Papa im Chat, Jungs, für Zürich.
Danke, Bro. Vielen Dank, Mann. Ich gebe dir 2 Minuten mehr nicht. Alexa? Ah, warte, ich muss noch warten, bis ich drin bin. Wir stellen einen Timer. Du brauchst kein Seil. Für wie lange? Oh, Alexa, halt bitte dein Maul. Timer für wie lange? Ich habe ja länger nichts dagelassen, Kipo. Ja. Dickes Papier, Chef in Zürich, Freunde. Danke für die 20 Subgifts, Bros. Wir halten 12k Subs. Es ist wild. Fabrik ist viel zu klein. Du wirst einfach nur verrecken auf der Map. Okay. Guck mal, das denkst du jetzt. Aber vielleicht weißt du einfach nicht, dass ich sehr gut bin in Shootern. Vielleicht bist du neu oder so. Ich habe schon rasiert in Counter-Strike, in Rainbow Six. Das ist übrigens ein sehr gutes Shooter-Game, mein Lieblings-Shooter-Game. Ich habe rasiert in COD 2. Nero, danke für die 5 Subs, Bros. Vielen Dank, Mann. Kurz aufs Auge, Mann. Fabrik ist Rust in MW2 mit 20 Leuten. Bruder. Dann schauen wir mal, Freunde. Ich hab Bock. Hey, Kevin Wies. Achso, hab ich schon gelesen. Moin, Meister. Ich klaue jeden Monat den Twitch Prime Sub von meinem Bruder, um dich zu unterstützen. Feier deinen Content übelst. Mach weiter so. Snowy. Viel Glück weiterhin, dass du nicht verprügelt wirst oder so von deinem Bro. Digga, ich hab grad 2 große Schalen gegessen und ich hab immer noch Hunger. Was ist los mit mir? Okay, ich wusste jetzt nicht, dass die Map so klein ist, Bro. Pushen die auf? Oh Gott. Oh mein fucking Gott, Bro! Was? Okay, wir sollten vielleicht eine etwas größere Map nehmen, I guess. Warte, durch wen wurde ich gekillt? Durch Yoshi430. Yoshi, du bist ein Hund. Willkommen in Tarkov, ja. What the fuck? Ich hab's so gesehen bei Summit und dachte mir so, wow, das sieht echt spaßig aus. Ich meine, mit Daniel war es auch echt cool, aber ich glaube, alleine war es nochmal dann richtig Spaß, weil dann. Deswegen ist halt, Daniel hat mir extrem viel so gezeigt und so und ich weiß eigentlich auch echt viel von Daniel jetzt dadurch. Ach, ich muss mich auch heilen! Oh mein fucking Gott, ja moin. Dann hauen wir uns erstmal Käse rein vorne. Ja, ich weiß auch extrem von Daniel dadurch, aber Daniel hat mich halt auch extremst durchgecarried. Was dann halt einfach immer so war, dass er so gesagt hat, yo, da ist ein Gegner. Und dann meint er so von wegen, yo, bleib drinne. Und dann hat er den Gegner gekillt und ich habe überhaupt nichts gemacht, so. Und das habe ich halt nicht so enjoyed, I guess. Ja, Freunde, cool. Also, lief sehr gut, I guess. Ich glaube, diesmal nehmen wir nicht so viel mit. Cool, nice, perfekt. Geht diese Munition für die Pistol Chat? Doch, du hast Daniel 2-mal erschossen. Bro, er ist in meinen Schuss reingelaufen. Okay? Ich möchte, dass die hier nicht die Tatsachen verdreht werden. Daniel ist gestorben, weil er in meinen Schuss gelaufen ist. Und nicht, weil ich auf seinen Kopf geschossen habe. Ich habe obvious auf die Gegner geschossen. Bap, 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 und dann ist Daniel mit seinem Kopf da reingelaufen. Das war obvious. Paracord raus. Ich dachte, wir brauchen das. Ah gut, dann machen wir es raus. Okay. Kann ich hier auch die Munition reinmachen? Rein theoretisch? Warte mal, verliere ich Hosentaschen auch nicht? Oder verliere ich Hosentaschen? Hosentaschen verliere ich, oder? In dem Game-Container ist alles safe. Das weiß ich, deswegen. Doch, verlierst du. Also hier verliere ich alles, okay. Aber kann die Munition hier drin sein, Freunde? Das ist kurz wichtig. Okay, ich glaube, ich nehme Reserve, Freunde. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren mit Daniel damals. Damals, als wäre so 5 Jahre her.
Falsche Muni? Oh, fuck, du. Ah, Jungs, wir können auch erstmal Scuff spielen nachher. Scuff war gut, weil ich da quasi das spiele, was die Bots aus sind. Achso, ja, genau, also auf jeder Map, falls ihr das Game gar nicht kennt, gibt es quasi Bots, dann gibt es starke Bots und dann gibt es Spieler. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Und man kann quasi auch diese Bots spielen. Da kann man halt nichts verlieren und man kriegt, glaube ich, Waffen auch gestellt, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Also Scuff oder so heißt die. Das ist wohl ganz gut, wenn man einfach mal ein bisschen farmen möchte. Also vermutlich sollte ich das dann als nächstes machen, nach der Runde hier. Aber wir gucken erstmal, um reinzukommen, Freunde. Ich glaube echt, dass es dumm war, dieses komische Paragon quasi im Inventar zu lassen, weil ich meine, dass wir das brauchen, um irgendwie zu escapen, aber so ganz bin ich auch noch nicht drin, Freunde. Existieren eigentlich Autos? Nein, nein, nein. Digga, es wäre so dumm, wenn es hier Autos gäbe. Es gibt Scuffs und es gibt Spieler-Scuffs. Und Spieler-Scuffs sind im Endeffekt normale Spieler. Also, okay, es gibt quasi also normale Spieler, es gibt Bots, es gibt starke Bots und es gibt Spieler, die Bots spielen. Das ist alles, was es gibt, glaube ich. Okay, ich brauche dieses Seil nur für einen bestimmten Exit. Aber ich glaube, das ist der etwas entspanntere Exit immer gewesen, oder? Also so hatte Daniel mir das irgendwie erklärt. Er meinte dann so, dass wir da jetzt schon etwas früher raus können, weil wir den Stuff dabei haben. Aber gut, ist vielleicht jetzt für uns erstmal nicht so relevant. Weil ich sag mal, Freunde, wie realistisch ist es, dass wir überhaupt zum Ende kommen? Vermutlich gar nicht. Irgendwie ist es extrem dunkel gerade in meiner Facecam. Ich mach mal kurz Licht an. Und hol mir auf gar keinen Fall noch weitere Nudeln. Weil ich kein verfressenes Schwein bin. Freunde, ich predikte jetzt, was in dieser Runde passieren wird. Wir werden einen schwachen Bot töten mit der Pistole. Wir werden seine Waffe nehmen. Wir werden einen Kill holen und sehr viel looten und werden mit insane viel Loot da rausgehen. Das ist die erste Mahlzeit heute, ja. Tatsächlich noch nichts gegessen heute. Die beste Map für Anfänger ist Casual. Heißt die Map Casual oder was? Oh nein, ich bin rausgetappt. Fuck. Oder meinst du, dass wir Customs machen? Ich check's gerade nicht genau. Oder Casual? Was? Ich weiß nicht. Ach nee. Ja. Schade, Jungs. Ich muss noch mal kurz raustappen. Nee! Ah! Ah! Freunde, ich muss ganz kurz die Explorer-Exe einmal neu starten. Sonst habe ich unten diese Leiste drin. Kritische. Okay. Okay, jetzt können wir. Okay, ich habe Real Talk keine Ahnung, wo ich looten gehe, Freunde. Wir machen einfach so ein bisschen auf gut Glück. Ist es smart, vielleicht in das Haus zu gehen oder da rein? Oh, da sieht gut aus. Wir gehen mal dahin. Dann gehen wir mal über hier oben. Das Ding ist halt, ich habe absolut auch gar kein Gefühl dafür, wann ich rennen kann und wann nicht. War das ein Schuss auf mich? Oh mein Gott, ich dachte, das ist ein Gegner.
Alter, ich schwöre euch, ich habe da gerade jemanden gesehen mit einer AK-47, der da steht. Holy shit. Ist das ein Schuss oder ein Step? Bro, der Typ war halt Jumbo Lost. Ach, Bro, wir müssen uns besseren Stuff kaufen. Den hätte ich safe genommen sonst. Wo komm her? Wahrscheinlich war er Lost. Ja! Er hat mich ja gar nicht gesehen. Sag mir bitte, ist Blackson irgendwie ein Bot oder so? Naja. Ist ein Spieler. Die Krone steht dafür, dass er gut ist. War wirklich ein Spieler? Oh Mann, Alter. Der war wirklich lost. Fuck, den hätten wir haben müssen, Chat. Okay. Wir müssen irgendwas ändern, Chat. Habe ich genug Geld, um mir Ausrüstung zu kaufen, die einigermaßen taugt? Und wo kaufe ich überhaupt was? Warte mal, hier Flohmarkt. Wow! Ach so! Das ist wie so ein Auktionshaus. Das sind andere Spieler, die mir den Shit kaufen, verkaufen hier. Aha. Waffenteil und Junge, das ist ja richtig aufwendig. Du brauchst gute Armor. Ja, und eine gute Waffe, oder? Ich habe aktuell 243, Jungs. Ich hätte gerne sowas wie eine AK-47 oder so. Oder also halt ein Sturmgewehr. Wie teuer ist denn das? Ey, guck mal, die Kalaschnikow hier kostet nur 1000 Dollar. Nicht Dollar. Was ist das für eine Währung nochmal? Hab's vergessen. Hä, das ist übelst günstig, oder? Rubel, genau. Guck mal, wir haben 250k. AK-74 Sturmgewehr. Sind da schon irgendwelche Aufsätze drauf, Freunde? Kommt die mit Aufsätzen? Die kommt mit Aufsätzen. Ja, Bruder, hä? 4000 Rubel. Nein, das ist Scam. Der will ein anderes Item dafür haben. Ach so! Ja, Junge, ich hab doch keinen Brennstab, Alter, und keine Schrauben. WTF? Kann man auch für einfach nur Rubel kaufen? Ich will doch nicht tauschen. Was bin ich denn für ein Loser, Alter? Ich hab nur Geld. Keine Items. Okay, ausverkauft. Chillig. Wow, die Auswahl ist ja echt groß. Okay, hier. 13.000 Rubel für eine Kalaschnikow. Wollen wir die haben? Oder ist das eher Trash? Warte mal, kann ich auch Verkaufte schon wegmachen? Zeige Angebote von Händler-Spieler-Filtereinstellungen. Ist Trash. Also guck mal ganz kurz, Chat. Ich habe in meinem Inventar habe ich noch den Kollegen hier. Die beiden habe ich noch. Können wir mit denen irgendwas anfangen? Die habe ich mal irgendwann mitgenommen. Die Munition, die du im Alpha hast, ist 9x18mm und die Pistole ist 9x19. Außerdem kannst du auf Reserve hinter der großen Kuppel mit Paracord und Eisenspitzhacke extracten. Sonst musst du den Zug ordern. Sonst musst du den Zug oder den Bunkereingang nehmen. Okay. Also hinter dieser Kuppel, wo ich gerade hätte looten wollen, hätte ich auch reinhauen können mit der Pickel hier und Shit. Habe ich es richtig verstanden? Dann soll ich das wahrscheinlich wieder mitnehmen und den Shit kann ich erstmal wegpacken. Und Paracord nehmen wir wieder mit. So. Mach mal einen Scuff Run, sonst mach einen Run mit der Ada. Okay. Ich würde lieber so einen normalen Run machen, to be honest. Das fühle ich irgendwie mehr so gerade. Aber. Achso, guck mal, die haben wir auch noch. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. AK-74N. Ich weiß nicht, die hat halt ganz nice Aufsätze und Visier und so. Aber
Wie gesagt, ich kann null einschätzen, das ist mein Problem gerade, wie gut das ist. Achso, warte mal, die Munition brauche ich natürlich auch. So. Ich würde sagen, dass wir die Granaten... Kann ich die Munition auch hier reinmachen, Freunde? Das habe ich vergessen. Geht das oder nicht? Ich will nicht, dass ich die Munition verliere. Die ist circa 200.000 Rubel wert. Die AK. Die? Die ist doch nicht 200.000 Rubel wert. Achso, und ich muss mich noch heilen. Ja, guter Call. Also Freunde, ich muss sagen, ich enjoy das Game wirklich hart. Aber bitte versteht, dass ich da überhaupt noch null drin bin im Game. Also ihr müsst mir extrem verhelfen. Wir gehen aber einfach mit voller Ausrüstung rein. Ganz ehrlich, was soll passieren? Wir gehen sogar mit Brille rein, Freunde. Und mit Bart. Für den maximalen Drip. Wild. Holy shit. Okay, wir können die... Ja, wir können die Ausrüstung auch versichern. Versichern bedeutet quasi, wenn wir sterben und wir werden nicht gelootet, bis zum Ende der Runde kriegen wir unseren Shit zurück. Ist das smart? Das kostet 6.000 Rubel, Alter. Wait, oh, falsches Magazin. Digga, woher weiß ich, welches zu welchem gehört? Alter, hier steht's. Für AK-74 und andere baugleiche Systeme. Ja, geil. Zum Glück kenne ich mich ja mit Waffen aus. Klick einfach drauf. Wo drauf? Hier drauf? Oh, lass es lieber. 223 Kaliber. 223 Kaliber brauche ich. Aber ich glaube, ich habe gar kein Magazin dafür, oder? Dann nehmen wir lieber den Kollegen mit. Damn, son, where'd you find this? Kannst du auf die Waffe ziehen und an der Farbe erkennst du, ob es passt. Ah, okay, also. So? Ah. Okay, guter Tipp. Danke, Bro. Ja, dann muss ich die hier mitnehmen. Okay, was bedeutet Slot nicht frei? Bedeutet, dass da schon ein Magazin drin ist, oder? So, dann nehmen wir den Kollegen noch mit. So. Obwohl, so viel Muni brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mal. Die ist zu wertvoll, Freunde. Entspannt euch, ich sterbe doch nicht direkt. Macht euch keine Sorgen, Freunde, ich habe alles unter Kontrolle. Wir versichern den Kollegen natürlich. 15k? Komm, mach. Mach, Minion. Okay, Abfahrt. Alter Schäde, das wird herrlich, Jungs. Yo, Nubidos, danke für die 20. Bro, lass es lieber. Ah, Freunde. Na, ich meine, ich muss mich wirklich erstmal reinfummeln in das Game, aber ich habe echt Bock auf das Game. Zockst du EFT nochmal mit Daniel? War echt nice mit ihm. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, wenn Daniel danach den zwei Headshots Bock drauf hat. Aber das Ding ist halt, ich möchte erstmal ein bisschen Escape from Tarkov alleine spielen, weil, als ich wie gesagt mit Daniel gespielt habe, da hat er mich halt komplett durchgecarried. Was nice war, weil ich erstmal reinkommen konnte. Aber er hat mir halt Waffen gegeben, er hat mir alles gegeben. Weißt du, ich hatte halt End-Shit, so Endgame-Shit, so waffenmäßig. Und es ist so, ich glaube, wovon das Game spaßmäßig lebt, ist so, du hast halt Scheiße oder du hast halt so mittelmäßiges Gear und tötest jemanden, der krasses Gear hat und kriegst sein Gear und kannst das dann saven, mit nach Hause nehmen und hast es dann. Weißt du, wie ich meine? Und das hatte ich gar nicht. Und deswegen will ich erstmal so ein bisschen selber reinkommen. You feel me? Also es ist nicht das erste Mal, dass ich spiele, falls ihr gerade einschaltet, Freunde. Ich, ja. Warte noch ein, zwei Monate, da kommt ein Wipe und dann wird alles, dann werden alle auf den Stand 0 gesetzt. Ja, und da werde ich jetzt weniger verkacken als jetzt, oder wie? Da werde ich genauso verkacken, Bro.
200 Stunden plus zum Reinfinden ist, denke ich, mindestens nötig. Ja, kann sein, Bruder. Das Game ist sehr komplex auf jeden Fall. Ist vermutlich so mit CS zu vergleichen, was Reinfinden angeht. Also bei Counter-Strike hat man auch Save. Also die ersten 200 Stunden Counter-Strike ist einfach wirklich nur für die Katz im Grunde. Da musst du erstmal raffen, wie man überhaupt mit einer AK-47 schießt. Alleine dieses Movement in CS zum Beispiel ist auch so geisteskrank, Alter. Erstmal. So, dieses Stehenbleiben beim Schießen ist so für jemanden, der noch nie CS gespielt hat, einfach so. Einfach so weird irgendwie. Also so ging es mir auf jeden Fall am Anfang. Ich hab's gar nicht geschnallt. Okay. Ist es smart, ab hier jetzt schon direkt zu schleichen, Freunde? Nee, wa? Okay, wir gehen mal hier rein, Freunde. Okay, wir sollten Büsche meiden, soweit ich weiß. Weil die sind scheiße laut, meinte Daniel. Die Steps sind so fucking laut, ja. Okay, auf Metall soll ich... Okay, warte mal, Holz ist auch extrem laut, ne? Okay. Oh, warte. Okay, kann hier irgendwo Loot sein, Jungs? Oder das ist absolut Jumbo-Trash, wo ich gerade bin? Ich habe das Gefühl, das ist der komplette Scam hier. Okay, warte mal. Da gehen wir wieder raus. Ich sag noch 2 Minuten. Freunde, hab mal ein bisschen Vertrauen, Alter. Boah, Digga. Ey, Holz ist ja so übertrieben kacke. Oh Gott. Ich weiß nicht, Daniel hat mir so Angst gemacht mit den Sounds, dass ich jetzt immer irgendwie überall rüberschleichen möchte. Daniel meinte halt, man hört halt krass immer alles. Okay, wir rennen einfach mal darüber. Können wir die Tür hier schließen? Nee. Wir sind noch voll Auto vorne. Achso, ist nur der Raum hier? Achso, dann ist ja relativ entspannt. Kann ich das hier looten? Oh ja, oh ja. Chat, unser erster Loot. Das ist unsere erste Kiste, die wir aufmachen. Holy shit. Okay, wir nehmen alles mit. Scheiß auf. Lampe, das ist wahrscheinlich kompletter Shit hier. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Ja, ich habe mit Absicht keinen Rucksack mitgenommen, weil ich keinen Rucksack habe. Ausgesorgt. Warte mal, wie war das nochmal mit O-Spam oder so? Ah ja, genau. Okay, also wir können... Achso, ihr meintet, dass ich zu dieser Kuppel gehen soll, oder? Bei der Kuppel, da finde ich einen Ausgang mit meiner Pickel und so. Oh Gott. Ist hier irgendwo ein Eingang? Oh Gott. Oh mein Gott, hier wird safe jemand sein, Jungs. Oh mein Gott, Chat. Okay, das Ding ist halt, ich habe absolut keine Ahnung, wie Stuff, den ich looten kann, aussieht.
Oh boy. Mit Mausrad kannst du das Gehtempo ändern. Ah. Ja, aber es ist ein bisschen. Ich glaube, das brauche ich aktuell noch nicht. Okay, ist hier irgendwas Lootbares drin, Freunde? Dead soon, ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, das sieht alles nicht so aus, als könnte ich es looten, Freunde. Ah, nee, ich glaube, das brauchen wir hier nicht, Jungs. Dead in 20 seconds. Nee, nee, nee. Okay, da gibt's Loot. Das ist Loot. Aber hier war noch irgendwo Schüsse. Genau in dem Haus. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie lege ich mich hin? Du Hund! Okay, wir müssen vorsichtig machen. Nicht, dass, also, jetzt hat uns halt safe jemand gehört. Oh mein Gott, wild. Kopfbedeckung. Hat er ein Rucksack dabei gehabt? Schutzweste, taktische Weste? Achso, wir haben so eine Mischung, ne? Das ist beides in einem, genau. Oh mein Gott, er hat einen Rucksack dabei. Let's fucking go. Her damit. Du Hund. Perfekt, er hat eine Waffe dabei. Die snacken uns auch. Nice. Piste nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Why not? Okay, 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 okay. Ich glaube, sein Helm ist besser als der hier. Warte mal, wie wirft man das nochmal weg? So. Zack. Ich würde gerne die Schutzweste auch irgendwie mitnehmen, aber ich weiß nicht wie. Dogtag ist doch nur scheiße, oder? Das brauche ich doch überhaupt nicht. Dein Helm ist besser. Okay. Dogtag gibt Geld. Ist sau wichtig. Okay, war das ein Spieler, Jungs? Ja, wa? Warte, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, 37 Minuten. Ja, Freunde, easy. Aber ich habe mir das Gefühl, hier ist noch jemand drin. Okay, hier ist auf jeden Fall Shit zum Looten, Alter. Damn, son, where'd you find this? Kann da oben jemand sein, rein theoretisch? Ja, okay. Was soll das? Was habe ich gerade eingesammelt? Ich glaube, diese Kiste, da können wir auch looten. Die Weste kann ich nicht anziehen, Freunde. Ich habe eine taktische Weste, die ist beides in einem, soweit ich verstanden habe. Oder das ist doch so eine. Ich konnte die auf jeden Fall gerade nicht anziehen, Freunde. Ich habe so eine taktische Weste, die auch gleichzeitig eine Schutzweste ist. So hat mir Daniel das erklärt. Aber wahrscheinlich kann ich die nice verkaufen oder so. Oh, was ist das hier? Ich habe das hier bekommen. Alter, was ist das für ein Riesenödel? Okay, Batterien, Zange. Vermutlich ist das Jumbo-Ass, was ich gerade bekommen habe, aber egal. Die Weste mitnehmen anstatt dem Helm. Ich weiß ja nicht so ganz genau, wie ich mich fortbewegen möchte in einem Haus wie diesem hier. Will ich komplett leise schleichen oder... Die nimmt 3x3 weg. Jo, okay, übertreib, Alter. Entschuldigung einfach.
Laut sein ist gut. Shut up, dude. Yo, Fraberplatte, danke für die 5, Bruder. Please show an. Vielleicht später, mate. Und, Brudi, nimm bei dem Trailer die ersten Quests an und orientiere dich an denen. Ganz wichtig für den Einstieg, das Escape from Tarkov, Wikipedia. Okay, ja. Ich. Okay. Ich baue kein Wikipedia, ich habe meinen Chat. Aber danke für die 2 Euro, Bro. Und diese Quests, das müssten wir gleich nochmal zeigen. Ich wusste nicht, dass es Quests überhaupt gibt. Platz fürs Magazin machen. Jo, ist. Wie viel Zeit hast du noch? Genug. Könntet ihr euch vorstellen, dass hier noch jemand ist, Chat? In dem Haus? Puh. Was ist das? War das ein Geräusch hier? Das war ein Busch. Oh, okay, also hat jemand in der Nähe einen Busch berührt quasi? Ich kenne leider die Map nicht, das ist mein Problem. Kann hier jemand auch außen irgendwie quasi auf diesem Balkon hochlaufen oder kommt man hier nur über diese Tür dahin? Nur die Tür, okay. Hör auf, so oft anzuvisieren. Kann man das alles hören? Bruder, ist ja vollkommen... Digga, ist ja übel scuffed an. Okay, was haben wir hier? Das habe ich noch nie gehabt. Eine Spirale. Wilde Sache. Ja, wahrscheinlich sind Batterien scheiße. So. Oh. Wir machen mal die Tür zu. Okay, ich sehe niemanden, Freunde. Okay, ist irgendwo in diese Richtung. Ey, dieses Game ist so scuffed. Zieh doch die Weste an. Kann ich nicht, Jungs. Ich kann sie nicht anziehen. Jo, Babe, was ist los? Ich bin gerade auf dem Schlachtfeld, ansonsten störst du nicht. Oh, was ist das hier, Chat? Oh, guck mal, wir haben so ein Magazin hier bekommen. Okay, ich glaube, das ist ein Pistenmagazin, oder? Das ist Schmutz. Das wollen wir nicht haben, oder? Und was ist das hier? So ein Muzzle Flash? Mündungsfeuerbremse, Kompensator für AK. Shit, let's go. Können wir die direkt... Oh, fuck! Oh, guck mal, hier ist eine große Kiste, Chat. Wow, eine Sache. Hier ist jemand, Jungs. Ruhe. Okay, wir chillen jetzt hier, Freunde. Das ist die Strat. Und wenn er reinkommt, dann knallen wir ihn weg. Was bloß, Bibi? Irgendwas, oder? Ja. Oh, was ist los? Hast du irgendwo den Kakao getan? Den Kakao? Ja, da war so ein... Den habe ich extra versteckt. Nee, ich habe den nicht mehr gesehen. Hä? Es war so eine Packung mit Kakao. Der lag auf dem Tisch. Ich habe keinen Kakao gesehen. War das der von Nesquik, dieser blaue? Ja. Nicht schießen, bitte. Den habe ich eventuell weggeworfen. Weil ich dachte, das wäre alte Schokolade. Das war Kakao? Wir hatten mal alte Schokolade, so dieses Milky Way. Milky Way Kakao
Und du schmeißt den weg? Ja, wir hatten mal Milky Way Schokolade. City, chill! Ich bin jetzt sauer! Jesus fuck. City, die kostet 200.000, die AK! Oh mein fucking Gott, ja toll, Alter! Weiber, Junge. Oh, guck mal, das ist noch ein Visier, Alter. Das ist voll der Baba-Raum hier. Ist das Essen, was ich mitnehmen kann? Wow. Energy Drink. Granatapfelsaft. Tja, wir sind reich. Ich wünsche, man könnte irgendwie leichter wegwerfen. Wegwerfen ist echt scheiße gelöst. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Wow, wir haben echt überhaupt keinen Sound gemacht. Warte mal, warum habe ich auf einmal einen Rotpunkt? Habe ich den schon die ganze Zeit? Wo kommt der auf einmal her? Ach so! Oh, den kann ich anmachen mit T. Wie genau ist das, Freunde? Wenn ich jetzt aus der Hüfte schieße, okay, schieße ich dann trotzdem dahin. Mit Delete kannst du droppen. Ja, aber es ist auch am Arsch der Welt. Ist todesgenau, okay. Ja, dann brauche ich dich die ganze Zeit anvisieren, das ist halt übel geil. Wollen wir runtergehen? Okay, wir müssen irgendwie rausfinden, wo wir hin müssen, Chad. Wir müssen diese Kuppel finden im besten Fall, oder? Ach so, warte mal. Das ist nicht immer gut, oder? Weil er sieht ja den roten Punkt da. Dann weiß er ja, dass ich hier bin. Shit. Warte mal, war die Tür vorne zu? Okay, ich glaube, die war zu vorhin. Ich hoffe. Okay, ich überlege, ob wir einfach gehen. Digga, aber irgendwer ist hier, Jungs. Aber ich würde sagen, dass wir einfach gehen. Wir haben ein bisschen was an Loot. Ist jetzt nicht der Überbaba-Shit? Geil wäre ein Rucksack. Ah, ne, haben wir ja sogar. Wir haben ja sogar einen Rucksack bekommen. Ja, Jungs, Real Talk, sollen wir nicht einfach gehen? Hier ist zwar viel Loot, aber ich habe halt alles voll. Warte mal, hier ist noch so ein Schalldämpfer, glaube ich. Den nehme ich noch mit. Ah, kein Platz. Scheiße. Brauchen wir Schrauben? Wie groß ist er denn, Alter? Okay, anscheinend riesig das Ding. Okay, wir müssen diese Kuppel finden. Seht ihr irgendwo die Kuppel, Chat? Weil ich sehe sie gerade nicht. Ist sie in diese Richtung? Ach, da! Okay. Ach du heilige Scheiße, wie komme ich denn da hin? Wie sieht denn das hier aus, Freunde, mit Fallschaden? Kann ich hier runterspringen, ohne Schaden zu nehmen? Gibt's nicht, probier doch aus. Auf Gegen mit Fallschirm. Ja, wahrscheinlich, oder? Okay, warte mal, vielleicht gibt's ja hier irgendwas, wo ich drauf springen kann, dass ich nicht so viel Schaden bekomme. Oh ja, gibt's, okay. Okay, pass auf, jetzt seht ihr 500 EQ Plays, Freunde. Perfekt, hat ja super funktioniert. Oh Mann. Okay, fuck. Haben wir irgendwas? Cool, wir haben auch nichts zum Heilen mitgenommen. Okay, wir knallen uns auf Kram-Schmerztabletten rein, vorne. Fumo. Heul nicht rum. Ah.
Bruder. Jetzt komm! Er heult hier rum einfach, wegen so ein bisschen Beinschmerzen. Und Beine tun weh. Achso, ja moin. Achso, das kann ich auch nicht aufmachen. Cool, das ist eine Einbahnstraße hier. Eine Sackgasse, meine ich. Okay, Freunde, kann ich damit rechnen, dass da hinten Leute campen? Dani hatte das mal erzählt. Ja, kann ich. Ich soll eine E-Fuck nehmen. Was ist das? Ach so, ich habe sogar ein Medikit dabei. Ah, das heilt, glaube ich, nicht meine Beine. Die sind doch tot. Ja, danke. Das hat mir ein HP geheilt. Danke, Bro. Guter Tipp. Ich brauche dieses chirurgische Kit, was ich nicht mitgenommen habe. Wir müssen jetzt damit leben, dass unsere Beine RIP sind. Freunde, wie war denn das? Wenn ich es jetzt ins Lager schaffe, werden dann meine Beine repariert ohne dieses chirurgische Ding? Und ich muss dann nur noch den Käse benutzen oder brauche ich trotzdem dieses Chirurg-Ding? Oh, fuck! Nimm die gelbe Spritze. Egal, scheiß drauf. Oh. Yeah. Movement King. Okay, doch nicht. Wie komme ich hier raus? Schaffe ich das hier so zu moven, dass ich hier rauskomme? Okay, Baba. Okay, hier hinter der Kuppel, ja? Laufe ich gerade den richtigen Weg? Ist es hier dahinter oder muss ich oben dahinter gehen? Muss ich nach oben? Ich habe das Paracord nicht dabei? Doch, habe ich. Nach oben, okay. Digga, der Boden ist so laut! Es sind nur ein paar Kieselsteine! Das macht mich sauer. Drück Y. I'm hurt. Danke, Jungs. Super Tipp. Hier ist jemand. Ihr habt auch jemanden gehört, oder? Auf dem Dach oben? Digga, das hört sich nicht an, als wäre er da oben auf dem Dach, Chat. Muss ich? Hab ihn. Muss ich oben aufs Dach rauf? Hier siehst du wirklich so ein Chirurg-Kit drin, oder? Was auch immer das ist, wir essen's. Gummo, Freunde, lasst euch schmecken. Alter, das sind Teddy-Minis! Nein, 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 hinter das Gebäude. Okay, wollen wir ihn noch looten? Ist das worth? Wow! Oha, Alter, gib her! Danke, Bro, heilige Scheiße, let's fuck go, chat. So, nice. Wir gucken noch, was er noch dabei hatte. Okay, ich denke, das brauchen wir nicht. Das ist nur für diese Waffe hier.
Waffe mitnehmen? Safe? Okay. Dann lass uns mal raus hier, Freunde. Den Rucksack in den Rucksack. Ja, das ist mir jetzt zu smart, Freunde. Ich will lieber jetzt hier weg, ganz ehrlich. Muss ich zu dem Gitter da einfach? Ja, ne? Links zum Zaun? Ach, zu dem da, okay. Ah, juckt, scheiß drauf. Wo genau? Hier? Ah ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, we fucking did it, dude! Oh shit! Nice. Oh. Bro, diese Eispickel, die Daniel mir gegeben hat, ist, glaube ich, extremst hilfreich. Ist extremst hilfreich. Ist das online? Ja. Boah, ich fühle mich gut gerade. Nice, Chat. Let's fucking go. Mit Ansage 2 Kills und Loot, ja. Richtig. War das 2 Spieler, Freunde? Ja, wa? Also, ich kann das Movement noch nicht ganz zuordnen, aber ich gehe mal davon aus. Achso, sind das die ich gekillt habe? Stufe 21. Usek. Alter, ich habe 2 Kopfschüsse verteilt. Let's fucking go, Chat. Ja, ich sag mal, Kopfschüsse konnte ich beim letzten Mal auf jeden Fall gut üben. Danke. Danke, Game, dass du nicht mal Level 6 gönnst. Frech. Kopfschuss und es war nicht mal Daniel. Alter. Als ob Daniel dir einfach for free eine RR gegeben hat. Was ist eine RR? Diese Pickaxe? Du, Daniel ist halt ein guter Typ, wie soll ich sagen? Ich habe ihm aber auch als Dankeschön 2 mal in den Kopf geschossen. Es tut mir leid, Daniel. Okay, alter Schwede, Jungs. Chat! Holy shit! Wir sind mit Profit aus der Runde gegangen. Nice! Ist es eigentlich so, wenn das voll ist hier, Freunde, kann ich dann irgendwie noch mehr dazu buchen? Ist das so wie, weiß nicht, iCloud oder so? Kann ich noch irgendwie so ein größeres Paket dazu buchen, dass ich hier mehr Platz habe? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier bald voll sein wird, so gut wie ich gerade spiele. Ein Unterschlupf ausbauen. Ach so, das war dieses Handy-Game hier, oder? Dieses Mobile-Game, was Daniel meinte. Okay, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein. Wie funktioniert das genau? Wie baue ich... Warte mal, die Toilette bereit zum Bauen. Was ist das hier für ein Item? Das habe ich noch nie gesehen. Primitive Toilette, keine... Was habe ich davon, wenn ich das baue, Freunde? Alter, eine Bitcoin-Farm. Warte mal, Sicherheit. Ach, das ist einfach nur Rubel. Ach so. Ah, okay. Einfache Vordertür. So dass nicht jeder Idiot reinstolpern kann. Ja, aber ich verstehe nicht, was mir das bringt, wenn ich das mache. Das bringt mir gar nichts. Also würdet ihr sagen, ich muss mich gerade überhaupt mit diesem Ding hier beschäftigen oder lasse ich das erstmal links liegen? Sieht ja aus wie bei dir zu Hause, ja. Die Roomtour, Freunde. Da ist sie. Oh, die Musik ein bisschen lauter. Ja, macht und nutzt das. Der Stash wird dann größer. Ah, also wenn ich das jetzt machen würde, dann hätte ich ein größeres Inventar quasi. Also größeres Versteck oder wie es heißt. Also wenn ich jetzt die Toilette kaufe, habe ich hier einfach mehr Platz. Ist es so? Weil dann brauche ich es noch nicht, dann ist es Bullshit jetzt. Doch, reicht ja. Nur für später halt. Okay, Freunde. Oh shit. Okay, wir haben Klebeband und Isoband bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre smart, wenn ich mein Shit hier ordne. Na egal, scheiß auf. Warte mal, wir machen mal den Shit nach hier unten.
Das gehört auch zu der Waffe, oder? 366? Ja. Okay, welche Munition gehört zu der Waffe? Haben wir davon Munition? Nee, wa? Aber ich glaube, wir können uns die noch kaufen. Ist diese Waffe gut, Chat? Will ich die spielen? Bau die Heizung und Erste-Hilfe-Station, dann kriegst du mit der Zeit HP und Energie zurück. Und Durst. Oh lol, das sieht hier actually nice an. Behalt auf jeden Fall die Dog-Tags. Soll ich verstanden haben, soll ich die immer verkaufen? Soll ich die wirklich behalten? Okay, ich will irgendwie die ganzen Aufsätze, die ich bekomme, nach unten machen, Freunde. Hier soll Waffen sein und Aufsätze und Munition. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was für was ist. Was ist das für ein Riesending hier überhaupt? Eine 30x160mm Patrone. Holy shit, die ist groß. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Ach lol, eine Granate hätte ich auch noch gehabt, Chat. Nice. Aber warte mal, die brauche ich noch. Wo ist mein zweites Magazin hin? Wo ist mein zweites Magazin hin, Chat? Ja, ich trinke Wasser gleich. Einen Moment. Aber wo ist mein... Verliere ich gerade hier, während ich hier bin, auch Wasser? Nee, ne? Das wäre ja extrem behindert. Das hast du gedroppt? Halt dein Maul. Ich dachte, das wäre eins gewesen, was ich gelootet habe. Oh Mann, ist es teuer? Du hast Doppel-R gedrückt. Wie? Und wenn ich zweimal nachladen drücke, denkt er sich so, oh, komm weg damit. Scheiß da drauf. What the fuck? Wenn du keinen Slot übrig hast beim Reload, dann wirft er das weg. Warum sagt ihr das nicht, Chat? Doppel-R ist schneller als einmal, aber er wirft das dafür weg. Ah, oh lol. Okay, krass. Das ist ja echt nice dann. Alter, das Game ist übelst komplex. Kann ich das hier auch benutzen? Nee, wa? Oh doch, kann ich auch benutzen. Perfekt. Problem gelöst, Freunde. Gut, juckt uns nicht. Hab kurz vergessen, dass wir reich sind. Okay. Was ist hier für PS-Munition? Ist die auch für die Waffe? Ja, 762, okay. Die Waffe ist alles 762, richtig? Ah, ne, 5. Oh, 545. Ah, okay, dann ist die gar nicht da. Okay, dann ist die für was anderes anscheinend. Okay, dann machen wir die mal nach hier unten. Obwohl, Pistol können wir da oben lassen. So. Chat, ich muss sagen, ich enjoy's hard gerade, auch wenn ich extrem trash bin. Okay, jemand meint, ich habe zu viel Muni dabei. Ach so, stimmt ja. Ich glaube, Spare-Munition brauche ich allgemein gar nicht mitnehmen, oder? Weil hier ist ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass ja hier Munition drin ist. Ich habe hier 90 Schuss drin und habe hier schon 30 Schuss drin. Das bedeutet, ich habe aktuell 120 Schuss mit am Start. Mehr brauche ich doch nicht. Damn, son, where'd you find this? Okay, Piste kann ich eigentlich auch wegpacken. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, Chat, dass wir nicht den zweiten Rucksack mitgenommen haben. Weil der Rucksack scheint einigermaßen geil zu sein, oder? Also der ist ja gar nicht so klein. Und dann hätten wir jetzt den wieder zurücklegen können in unser Lager hier. Weil wir ja gerade erstmal eher farmen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, eher hoch ist. Na, ich weiß nicht so ganz. Ich will auf jeden Fall dieses Survival-Pack mitnehmen dieses Mal. Oder ist das dumm? Also damit können wir unsere Beine reparieren, wenn die in Arsch sind. Oh, wir müssen Käse kaufen gleich. Und Wasser. Damn, son, where'd you find this? Und ich soll die Quest abchecken. Okay, mach ich. Kurze Frage, wo kaufe ich Wasser? Ah, bei der hier, okay. Dicker.
Wasser kostet mich 11.000 Rubel. Halt doch dein... Digga, da verdruss ich doch lieber. Alexa, wie viel sind 11.000 Rubel in Euro? 11.000 russische Rubel sind 158,44 €. Buttercup, baby, don't shoot it today. Oh, die baut mich jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, Free Domo schreiben, okay? Er wird nicht einfach weglaufen, das ist ein fucking Lüfter. Der wird auch noch in 100 Jahren hier stehen, wenn ich den Typ nicht bewege, okay? Beruhigt euch. Hi, Freunde. Nächste Runde. Warte, was? Dein Charakter ist schwer verwundet? Ach so! Wie, die Beine sind doch gebrochen. Ja, heul halt nicht rum. Was muss ich denn da jetzt benutzen? Diese Schiene oder was? Oh Gott. Digga, so eine Heulsuse einfach. Wegen ein bisschen Bein gebrochen, Alter.
Nehme die Ziehen nicht mit, bringt nichts, ist ein Item für den Hideout. Das kann ich nur im Hideout verwenden, oder wie? Okay. Danke Chat für die lieben Kommentare unter dem Song. Habt euch lieb und Papa-Platte für dich gibt's nen fettes Papa-L. Warte mal. Danke, Bro. Danke, Lina. Danke für die 10 Euro. Und, ja, der Song war cool, safe. Hast du Heal dabei? Ich hab keine Ahnung. Ein Medikament in der Klasse der nicht-steroidalen Antirheumatika, welches dazu genutzt wird, Schmerzen, Fieber und Entzündungen zu behandeln. Okay, Ibo ist doch ein Schmerzmittel, oder? Ist es einfach ein stärkeres Schmerzmittel? Ja, oder? Ich glaube schon. Okay. Lass mich nachdenken, Chat. Brauchen wir noch irgendwas? Kurz mal Medizin studiert. Ja, ja. Klassiker. Mach die Schiene aus dem Container raus. Warte mal. Die Schiene kann ich doch auch während der Runde verwenden, oder? Ich dachte halt, wenn ich mir jetzt so, keine Ahnung, den Arm breche oder so, dass ich mir den halt dann heilen kann. Verbandszeug brauchst du noch. Versicher den Rucksack. Wenn ich den Rucksack versichere, ja, ist dann auch automatisch alles versichert, was in den Rucksack kommt? Also als Beispiel, ich packe da jetzt eine Waffe rein. Ist die Waffe auch versichert? Nein. Okay. Man macht das Ibuprofen in den Container. Kannst es auch aus dem Safe-Container benutzen. Okay. Naja, wir schauen mal vorne. Wenn du eine blutende Wunde hast, bist du RIP. Achso, ich hätte mir noch eine Bandage mitnehmen können. Oder sollen. Okay. Alter, Freunde, ich bin komplett aufgeschmissen gerade. Aber ich hab... Es macht extrem Spaß, no joke. Aber ich bin echt Jumbo lost. Kevin, ich liebe dich. Ich dich auch, Mignon. Feliciano bei Stola, Goldie, Leitem. Geh zum Reza Tasku. Danke für den Support, Mann. Yo, Mate, du hast letztens gesagt, dass du eine gesunde Fastfood-Kette haben willst. Hast du, by the way, wirklich gesagt? Ja, habe ich gesagt. Warum soll ich das nicht sagen sollen? Probier mal Dean und David. Das ist Roffelcopter. Bruder, niemand sagt... Abort Mission dort. Niemand sagt das. Dean und David, ja? Kennt das jemand, Chat? Ist das geil? Und gibt's das in Berlin? E-Fuck Stoppblutungen. Hatte ich das dabei? Ich weiß nicht mehr genau. 6 Dank für die 11 Monate, Bro. Ist sehr nice. Extrem geil. Was haben die so? Haben die so Salate, Wraps und so? Alexa? Was ist Dean and David? Ich bin mir leider nicht sicher. Dang, die Alte ist so lost. Ist halt mies teuer. Freunde, der... Ich hab tatsächlich, okay, mit Cindy zusammen einen neuen Lieblings-Burrito-Laden gefunden. Ich bin Berlin Burrito Company untreu gewesen und habe einen anderen ausprobiert. Und er war besser. Ich kenne jetzt einen neuen, besten Burrito-Laden in Berlin. Es gibt ihn inzwischen sogar zweimal, die haben expandiert, seitdem ich sie kennengelernt habe. Und zwar heißen die Chupenga. Also Chupenga. Chupenga. Das ist der beste Laden überhaupt. Das ist so, man kommt da so rein und das ist ein bisschen so wie so eine Cafeteria. Diggas, Baba. Chupenga, Junge. Oh, wait, mein Game ist gefreezed. True. Ich bin rausgetappt während dem Ladevorgang. Kommt das noch? Oder soll ich neu starten? Safe bezahlte Kooperation, Bruder, ich wünschte. Okay, wir warten einfach mal. Wir haben einfach mal Vertrauen in das Game, Freunde. Oh, warte mal, einmal raustappen und wieder reintappen. Oh, alles ist schwarz bei mir. Just a city boy, born and raised in South Detroit.
Okay, ich schließe mal, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt in die Runde reingekommen bin, dann glaube ich, kann ich wieder reinjoinen. Das war, glaube ich, ganz nice gelöst. Okay. Items weg, Bro. Wehe, Alter. Manchmal ist es schlau, Munition in den Alpha-Container zu machen, also die einzelnen Bullets nicht in ein Magazin. Ja, aber wann soll das schlau sein? Also, wofür soll das schlau sein, Bro? Also, für alle, die es gerade vielleicht zum ersten Mal gucken, dieser Alpha-Container ist so ein Ding, das hat 4 Plätze und alles, was da drin ist, ist immer safe. Und deswegen habe ich da so ein Band reingemacht, was ich brauche, mit der Picke zusammen, damit ich mal so einen geilen Escape benutzen kann. Ich weiß nicht, wie teuer ist das Seil, Chat? Ist das Seil auch sehr teuer? Keine Ahnung, die Picke ist 3 Millionen wert. Chupenga gibt sogar schon 3-mal in Berlin. Ah, gibt es das auch irgendwo anders außerhalb Berlin? Also, Chupenga ist sehr geil auf jeden Fall. Ah, 120k, ja gut, okay. Sorry, Bro, alles weg. Nee, shut up, niemals. Wie gefallen euch Dannys Augen da unten? Das mit der Muni ist halt später da, ist Muni so teuer. Okay. Okay, wir können aber noch reinconnecten, Freunde. Lass uns hoffen, dass wir nicht schon tot sind. Oh, Bruder, der Diamanten-Guy von Justin, mit dem habe ich mal geschrieben auf Instagram, der hat mich gerade nochmal angeschrieben, ob ich mich inzwischen entschieden habe, ob ich mir eine Kette machen lassen möchte mit VVS-Diamanten drauf. So eine kleine, so eine, was, also die so ist und dann hier so einen kleinen Anhänger hat. Ich bin actually am Überlegen. Ich habe, also, Justin. Genau, der von Justin. Von dem Justin. Ja, der Tim und der Nico. 99% von euch sollten keine Eisdaut-Uhr kaufen. I don't know. Das Ding ist halt, es ist halt hart rausgeschmeißen, aber es ist eigentlich gar nicht so teuer. Also wir befinden uns im sehr, sehr geringen vierstelligen Bereich. Also ist jetzt nicht 1000 Euro, ist ein bisschen mehr, aber I don't know. Ich denke erstmal nicht, Freunde. Vielleicht mal irgendwann im Sommer oder so. Vielleicht auch gar nicht, I don't know. Das ist eigentlich genau das, wovor ich Angst hatte, dass ich dann halt jetzt so mir, guck mal, ein neues Auto lease. Auch ein, zwei Mal jetzt besser essen gegangen und so. Ich will nicht in diese Spirale kommen, wo ich viel Geld ausgebe. You feel me? Ich denke, ich mach's eher nicht. Nicht so teuer, come on. Also, ist teuer, aber ich meine, es ist jetzt keine 15.000 Euro Kette dann oder so. So meine ich, vielleicht ist es besser ausgedrückt. Also wenn ich halt so Iced Out höre, dann denke ich halt nicht an 1.000, 2.000, 3.000 Euro. In meinem Kopf jedenfalls. Also im Verhältnis dazu dann quasi. Nicht teuer. Okay, Freunde, da ist wieder unser Escape da oben. Ey, wir dürfen wirklich unsere AK nicht verlieren. Alter, die ist super. Okay. Chillig. Nimm mir einen Grund, warum du dir so eine Kette gönnen willst, außerhalb für Flex. Weil sie halt gut aussieht? Hä? ETF? Ja, eben, wegen dem Flex. Ja, also, ja, hä? Das ist der Sinn von Schmuck. Das ist so, als würdest du mir sagen, nenn mir einen Grund, warum du dir Nudeln holen sollst, wenn nicht zum Essen. Ja, what the fuck? No shit, dog.
Geiles Movement, Kevin. No joke. Wo geht's denn hier rein in den Scheiß? Oder wir sind gleich so tot. Links ging's rein? Ah, Lüge. Wir gehen hier lang. Aber es bringt dir doch überhaupt nichts. Bruder. Muss einem im Leben das immer irgendwie was bringen? Guck mal, du gehst in die Schule und du machst wahrscheinlich auch nicht deine Hausaufgaben. Warum gehst du denn überhaupt in die Schule? Bringt doch nichts. Bruder, warum springt der Junge nicht? Hallo? Weil ich Schule mag, Smile. Gute Frage. Na, aber, also, ich bin auch eher Fan davon, mein Geld zu sparen. Aber ich denke auch, dass man sich ab und zu mal was gönnen sollte, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Und wenn man denkt, dass man das unbedingt haben möchte. Aber ich meine, auf der anderen Seite hast du auf jeden Fall recht, ja. Gerade so eine Iced-Out-Kette ist jetzt halt nicht so worth. Aber ich will auf jeden Fall so oder so eine Kette noch haben. Weil ich habe aktuell eine Kette, den Flugzeuggurt. Und ich würde ganz gerne noch eine haben. Wenn, dann was Wertbeständiges? Ja, Bruder, weiß ich nicht, Alter. Also ich habe mich auch ein bisschen in diese komische Royal Oak, heißt sie so, verguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie wertbeständig sowas ist. Aber eigentlich will ich bei sowas wie Schmuck jetzt nicht darauf achten, ob das jetzt wertbeständig ist oder nicht. Femi? Ist halt so, wie man jetzt halt ein Auto jetzt auch nicht danach aussucht, ob es halt wertbeständig ist oder nicht. Aber ehrlich gesagt will ich eigentlich gar nichts davon holen. Was ist das für ein Geräusch-Chat? Oh, Digga, Holz ist so laut. Warte mal, ist das das, wo ich mit Daniel mal war? Wo hinten links dieser Baba-Raum ist? Oh ja, aber da habe ich keinen Schlüssel für. Oh fuck, ich hätte hinten die Tür zumachen sollen. Doch, hab mein Auto für 10.000 Euro gekauft und fahr es heute noch. Was genau hat das mit wertbeständig zu tun? Ja, Digga, ich habe mein Auto auch für 8.000 Euro gekauft vor 5 Jahren und ich fahr's immer noch, hä? Trotzdem ist der Spacer halt nichts mehr wert. Das macht gar keinen Sinn, Bro. Das macht über... Okay, ich habe ihn nicht gekauft, meine Eltern haben ihn gekauft für mich. Aber trotzdem. Das hat überhaupt keinen Sinn. Mit wertbeständig ist gemeint, dass du ihn zwar fährst, aber er dann mehr wert ist quasi. Also es gibt ja, oder... Ja, also es gibt ja zum Beispiel ein paar Oldtimer, die an Wert nicht verlieren oder die an Wert sogar dazu gewinnen mit der Zeit. Und es gibt ja Leute, die dann quasi sich sowas holen und dann quasi ihr Geld anlegen drin. Ich habe übrigens angefangen, Freunde, jetzt nicht nur in Aktien, sondern auch in ETFs zu investieren. Wenn wir gerade schon beim Thema Geld sind. Das spannende Thema Geld. Jungs, kann ich hier irgendwas finden? Ich habe irgendwie immer das Gefühl... Warte, ist das eine Seife? Holy shit, Poggers. Kann ich die nicht mitnehmen? Oh mein Gott, frech. Also ja. Wertbeständig ist halt investieren, oder? Ja, genau, ja. Im Grunde. Hat ja übel mitgenommen. Hat der noch irgendwas? Alter, er wurde komplett ausgezogen. Der arme Junge. Oh, fuck.
Alter, hier sind drei Leichen drin. Okay, ich bin relativ sicher, dass er über uns ist. Gleich eine vierte, ja. Ihr meint, weil ich ihn töte, oder? Kann ich irgendwie rausfinden anhand des Sounds, in welcher Etage er sich befindet? Eins über dir, okay. Also nicht in der da, sondern noch eins höher? Ich überlege, ob ich einfach hier chille. Ich meine, irgendwann muss er kommen. Dann ist jetzt ein bisschen campy, aber scheiß drauf. Der wird guten Stuff haben, wenn der drei Leute gekillt hat, Jungs. Ist jetzt ein bisschen Monkey Ass, aber scheiß drauf. Oh Gott, er kommt. Ist er draußen? Es hört sich an, als wäre er draußen. Es sind zwei Leute. Oh, das kann auch sein. Fucking God. Wir sind so tot, Chat. Okay, ich glaube, der Spot ist ganz nice. Wenn er da langläuft, dann killen wir ihn einfach. Okay. Too much duted, stream is muted. Warum gehst du immer in die Toiletten? Ja, Bro, warum nicht? Chat, Real Talk, ich glaube, er ist gegangen. Dieses Duden gibt mir übertrieben auf die Eier. Der ist schon längst andere Treppe runter. Ja, glaube ich auch. Aber ich will trotzdem vorsichtig sein. Vielleicht ist es wirklich so, wie Chat sagt, es sind zwei Leute. Wir schauen jetzt, ob hier oben jemand ist, Freunde. Okay, sieht gut aus. Digga, als ob jetzt genau wo ich pushe, dieses... Duden aufhört, Alter. Ich kann nicht mehr. Okay. Oh mein Gott, warte mal. Die Tür ist zu. Warum ist genau diese Tür zu?
Lass uns kurz lauschen, ob da irgendwas drin sich bewegt. Die Tür ist immer verschlossen. Danke, Charlie, ihr seid die Besten. Wahrscheinlich verschlossen, oder? Okay, niemand drin, niemand drin, niemand drin. Okay, ist safe. Und wieder auf der Toilette. Ja, noch ein Klo. Stefan, danke für die 2. 187, mein Bruder. Danke für die 2 Euro, Buddy. Oha, was ist das hier? Ist das gut? Ich glaube, das war ein ACOG oder sowas. Okay, schauen wir uns später an. Ich habe irgendwie auf das Gefühl, dass auf dem Dach immer extrem nice Sachen sind für die Waffen. Also beim letzten Dach, wo wir waren, da war auch irgendwie so irgend so eine Muzzle Flash und so ein Shit. Warte mal, hier ist noch eine Kiste vorne, die wir looten können. Oh, krass, let's go. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Magazin für uns ist, aber wir haben auf jeden Fall ein Magazin. Nice. Warte mal, ich könnte hier noch... Oh, was ist das? Okay, hier sind irgendwelche kleinen Mini-Päckchen. Sieht aus wie so, keine Ahnung, Grillanzünder oder so. Das ist alles Trash, to be honest. Na, Bruder, zerstör nicht meinen Traum. Das ist ultra nice, was wir bekommen haben gerade. Ich glaube, wir haben wieder Cine-Minis bekommen oder sowas. Ist das hier Trash? Das sieht gut aus. Nachtsichtvisier. Hört sich gut an. Ich glaube nicht, dass es Trash ist. Ist hier ein Päckchen Weed, oder? Was ist das? Munition? Oh, das ist genau die Munition, die wir brauchen. 120 Stück. Ja, moin, Alter. Let's go. Bruder, was ist das eigentlich für ein riesen Helikopter da? Holy shit, Alter. Meint ihr, es ist worth, nochmal unten die 3 Leichen zu looten? Wir gehen mal hin, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Holz ist so laut, holy shit. Okay, den Kollegen haben wir, glaube ich, auch schon durchsucht, ne? Sorry. Es tut mir leid, Chat. Alter Schwede. Lass bitte nicht drüber reden. Alter Schöne. Junge, holy fucking shit. Zum Glück war das nur ein Bot, Alter. Shit, here we go again. Keine Bandage. Naja, wir haben dieses E-Fuck-Ding. Ich glaube, das soll ganz gut sein. Ich glaube, das stoppt auch... Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das stoppt auch, Blutungen. Aber not sure. Oh mein fucking Gott. Vor allem, wie er das so sagt, Nostrovi, my brother, oder irgendwie so, Alter. Alter, schöne Junge. Holy shit. Bruder, guck mal, er hat sogar so eine Russenmütze auf. Ja, wild. Okay. Okay. Monka S, dude. Okay, jetzt müssen wir das Ordnungsspiel spielen, Freunde.
Okay, was habt ihr noch? Er hat einen Rucksack dabei, Jungs. Er hat diese Cine-Minis, die knallen wir uns direkt hinter. Guten Appetit, Freunde. Hier ist jemand. Scheiße, ich weiß nicht, auf welcher Ebene. Oben, unten? Eher unten, oder? Es muss unten sein. Unten ist das Holz. Ich hoffe, ich habe nachgeladen, sonst bin ich gefickt. Viel zu viele Sounds. Hab ihn. Er ist down. Boom! Zwei Waffen dabei. Oh mein Gott, Bruder. Er hat ein Pferd dabei gehabt. Und Schießpulver. What the fuck, Alter? Was hat der Typ dabei? Oh mein Gott, ich weiß leider nicht, was Trash ist hiervon. Ich hoffe, das hier ist einfach Trash. Will ich irgendwas davon mitnehmen? Nimm das Pferd mit. Ich habe das Gefühl, das Pferd ist teuer. Saft knallen wir rein. Damn, son, where'd you find this? Craigasm. Okay, können wir Bandagen auch direkt verwenden? Ne, wa? Ein Zippo. Adrenalin, knallen wir uns mal rein. Keine Ahnung, was das bringt. Dominik meinte, Drogen sind immer gut. Dementsprechend, Freunde, lass einfach reinknallen. Mach die Seiger weg. Safe? Ist sie so trash? Okay, Chat meint, ich soll lieber die Weste nehmen. Ja, true, warte mal. Kommt die Weste dann komplett mit dem ganzen Inhalt? Ah, warte mal, die kommt doch dann mit dem Inhalt, oder? Ja, smart. Dann machen wir die raus und packen uns einfach die ganze Weste ein. Smart. Okay, Rucksack können wir, glaube ich, nicht mehr mitnehmen, ne? Aber wir gucken mal, was drin ist. Oha! Her damit. Wodka, Freunde. Okay, was ist das hier? Ein Raum 214. Ich glaube, das ist wichtig. Schneller, Mate. Loot ich zu langsam? Ja, das Problem ist, ich habe halt keine Ahnung, was ich brauche. Ich glaube, ich kann die eh nicht mehr mitnehmen. Wir knallen uns noch diese hier rein. Und das war's. Ich würde sagen, wir versuchen einfach zu escapen, Freunde. Wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten, okay. Ist das da hinten die Kuppel? Digga, ist nicht dein Ernst. Ach, mein scheiß Bein ist noch gebrochen. Oh mein Gott. Bitte heil jetzt das Bein und nicht den Arm. Wenn er jetzt den Arm repariert. Damn, son, where'd you find er repariert this? Den Arm, ich kann nicht mehr. Kann ich da nicht rüber? Weste anziehen? Geht nicht, Jungs. Ich habe eine Schutzweste, die ist beides. Ach so, Schmerzmittel. Smart. Also meine, ich kann die Weste nicht anziehen, Chat, okay? Das hier ist eine taktische Weste und eine Schutzweste in einem. Ah, das ist eine, die hat mir Daniel gegeben. Ich kann nur eins davon anziehen.
Bro, er sprintet gerade für mich nicht. Ah, jetzt, okay. Ganz weirde Nummer. Okay, warte mal, wir müssen jetzt irgendwo noch da. Bruder, hier ist gerade alles so ultra scharf, Zeichner, sein Vater. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt im Stream sehen kann. Aber das ist gerade extrem AIDS. Oh mein Gott, wir sind so tot. Trink Wasser. Hab ich, glaube ich, gar nicht, Jungs. Hab ich Wasser? Ich habe kein Wasser. Oh Gott, wir werden verdorben. Wie lange habe ich Zeit? Ist es sehr wichtig jetzt? Ist der Wodka, zählt der Wodka als Getränk? Ich sag mal, wir finden es nicht raus, wenn wir es jetzt nicht benutzen, Freunde. Dementsprechend. Ah ja, wir haben noch mehr dehydriert jetzt. Perfekt. Super Sache. Danke, Chat, ihr seid die Besten. Nice. Wir müssen jetzt einfach durchhalten. Komm, Bruder, jetzt nicht rumzicken. Jetzt nicht rumzicken, Mann! Brandenburger Abi. Ja, es ist eigentlich sinnvoll. Ich meine, in Real Life ist es auch so, Bruder, wenn du halt Alkohol trinkst, dass du dehydrierst. Also macht Sinn, dass das hier auch so ist. Ist es gut, dass mein Bildschirm halb schwarz ist manchmal? So wie jetzt? Ich habe irgendwie Angst, dass er jeden Moment die Augen zumacht. Ah ne, es war ein zweiter. Oh Gott, 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 oh Gott. Nicht sprinten, sonst Trip, okay. Okay, ganz ehrlich, scheiß auf den Chat. Ich kann nicht sprinten, ich kann nicht sprinten, ich kann nicht sprinten, ich kann gerade nicht sprinten, vorne. Doch, kann ich, jetzt kann ich sprinten, okay. Wir müssen noch dahin, dahin und wir haben's. Komm, gönn. Halt durch, Kumpel. Let's go! Oh mein Gott, nice. Alter Schwede. Boah, Alter, ich fühl's gerade. Uff. Digga, let's go, Chap. Ah, yo, Erwi, Rahmen, Herni, Bambier, Steven, Linox, danke für den Support, Boys. Hau die ganzen Munitionspäckchen weg, ist alles Trash, außer die M995-Ammo. Und bei Rechtsklick auf eine Waffe kannst du manche mit dem richtigen Stock falten, dann ist die kleiner, die Saiga zum Beispiel. Was meinst du mit dem richtigen Stock? Das verstehe ich nicht, aber danke für die 5 Euro, Bro. Wenn du Alt-Rechtsklick drückst, kannst du deinen Scope ändern, weil der Red Dot beim Schießen nicht zu sehen ist. Okay. Was auch immer das heißt. Sind das zwei Bots, die wir getötet haben, Freunde? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay, trotzdem sehr nice. Okay, wir sind Level 6. Nice. Also den einen, den wir gekillt haben auf der Treppe, der war Safe Call Bot, aber ich glaube, das andere war doch ein Spieler, oder? So vom Movement her würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Bot war. Ich glaube, das war so ein Scuff-Guy. Ja, ich glaube, das eine war so ein Scuff-Spieler, aber... Ja. Also, das ist dieses hier, Freunde. Da kann man quasi die Bots spielen. Oh, alter Schwede, Freunde. Haben wir mit der Waffe irgendwas Geiles bekommen? Nee, wa? Okay, das dachte ich mir schon. Aber gut, Bruder, haben oder nicht haben, Freunde. So. Oh, Digga, perfekt. Wie können wir die aufmachen? Ah, okay, Doppelklick. Okay. Boah, nice, Alter. Ist das ja auch für die AK? Nice, auch für die AK-74. Let's go. Magazin ist, glaube ich, ganz nice. Zack. Zack. Ah, warte mal, wir tauschen das mal hier ganz kurz. Freunde, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dem Game jetzt irgendwann extrem zum Verhängnis wird, dass ich einfach nichts aufräume. Wollen wir das Pferd verkaufen? Pferdefigur aus Porzellan.
Ich glaube, das wollen wir verkaufen, oder? Guck mal im Flohmarkt, ob der Schlüssel was wäre das. Oh, true, den haben wir auch noch. Ich weiß nicht, wie ich das gucke, um ehrlich zu sein. Warte mal. Welcher Raum war denn das, Chat? 504 oder so, ne? Hallo? Okay, mein Game ist stuck. Achso, Rechtsklick drauf und dann filtern. Ah, okay. Ja, mein Game ist immer noch stuck trotzdem. Ist ein bisschen schwierig gerade. Bitte Armlehne von Waffen einklappen, ist so unsatisfying. Full front. Okay, keiner, was du meinst. Legit kein Plan. Wo muss ich jetzt drauf gehen? Ah, hier. Filter nach Gegenstand. Okay. Oh, okay. 60.000 Rubel? Ist nicht kacke, I guess. Könnte, glaube ich, schlimmer sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir den verkaufen oder wollen wir ihn behalten? Ich habe keine Ahnung. Schau endlich in das scheiß Dockcase, Bro. Mach ich gleich. Aber lass uns ganz kurz darüber reden, ob ich den verkaufen soll oder ob ich in diesen Raum gehen soll. Also es gibt so einen Raum, den kann man nur mit dem Schlüssel öffnen und da sind immer ganz gute Waffen auf dem Boden. Verkaufen, okay. Dann müsst ihr mir erklären, wie ich das mache. Ich habe actually keine Ahnung, wie. Ah, hier, Angebot hinzufügen, okay. Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal ins Inventar nehmen, so.
Das heißt DocTech. Was habe ich gesagt? DocTape? Ja, ich weiß, dass es DocTech Tech heißt. Ich bin nur ein Pipiger manchmal. Yo, Jimmy, danke für die 300 Bits, Buddy. Kuss aufs Auge, Mann. Essen und Trinken kaufen. Ja, okay, wir Jungs. Weg damit. Alright. Nee, oh mein Gott, oh nein. Oh mein. Ey, jedes normale Game würde den Verkaufen-Button hier unten hin machen. Niemand würde da oben den Deal-Button hinmachen. Es macht keinen Sinn, Bro. Es macht keinen Sinn. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Okay, also. Das wollen wir weghaben. Nicht den Kackschlüssel, den auch nicht? Aber wir wollen doch irgendwas verkaufen, Chat. Wir wollen doch Profit machen. Schon vergessen, Chat, wir sind hier, um Geld zu verdienen. Ja, okay, dann verkaufe ich das hier. Okay, 20.000 Profit, Jungs. Pugas. So, was hat die Alte hier noch? Verkauf noch die Waffen. Ja, vielleicht. So, warte mal. Das hatte Daniel mir immer mitgegeben. Das meinte Daniel, dass ich das kaufen soll. Ah, okay. Ah, also das kaufe ich nicht mit Geld, sondern das kaufe ich mit, okay, verstehe. Das kaufe ich mit Klebeband. Also ist Klebeband dann echt smart, wenn wir es behalten, vermutlich. Ah, nee, das war das, was wir gekauft haben. Stimmt. Ja, da baue ich hier so ein Raid Shadow Legends dafür. Haben wir auch nicht. Okay, bitter. Können wir uns einen Slickers kaufen? Auch nicht. Okay, dann kaufen wir uns einfach Wasser. Mal 5 Flaschen. Oder 2. Machen wir 2. Okay, dann brauchen wir noch Käse. Digga, das ist so teuer alles. Bring wenigstens die Waffen irgendwie Geld. Wo verkaufe ich die Waffen, Jungs? Bei dem Kollegen hier? Oh, die bringen was. Holy shit. 37.000, Alter. Okay. Die bringt gar nicht so viel. Warum sollte ich die denn unbedingt mitnehmen, Freunde? Oh, bei Mechaniker anscheinend. Oh ja, der bringt noch mal ein bisschen mehr. Da gibt es hier für die 38 sogar. Heilige Scheiße. Okay, krass. Ja, die will ich dann loswerden, oder? Alter, man kann sich Bitcoin kaufen hier. Erst auseinanderbauen. Ach so. Ach lol, wird das nicht automatisch rausgenommen? Ist ja übelst dumm. Aber die bleibt gleich teuer dann, oder wie? Mach ich hier was falsch gerade, oder mach ich alles richtig, Chat? Wer ist denn er, Junge? Wer ist denn er? Ja, moin. Geile Waffe, Bruder. Weißt du, so, mit sowas rechne ich, wenn ich bei eBay sowas wie ein MacBook kaufe oder so. Geil, Alter. Viel Spaß, Bruder. Lass dir schmecken. 38.000, danke, Mann. Und kann ich die Sachen jetzt auch noch einzeln irgendwo verchecken, oder? Achso, ich hätte auch rechtsklick zerlegen machen können. Okay. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, welche ich noch loswerden möchte, Freunde. Könnt ihr mir da vielleicht schnell helfen? Ich habe das Gefühl, dass ich diese behalten möchte. Also aktuell habe ich eine AK am Mann. Die Wappa soll weg. Okay. Diese hier, ne? Ihr würdet alle wegmachen? Aber ich brauche halt noch... Also, brauche ich nicht eine Ersatzwaffe, Jungs? Falls meine hops geht? Du hast keine 38.000 bekommen. True, wo ist mein Cash?
Du kannst ja eine neue kaufen. Das waren 3.800. Nein, das waren 38.000. Du hast sie auseinandergebaut. Ja, Chat meinte, Bro. Okay, warte, 15k. Okay, haben wir bekommen. Den Rest dann beim Mechanic. Ich bin noch beim Mechanic, du Esel. Warte mal. Ich glaube, es ist vielleicht ganz normal, wenn ich die Sachen hier erforsche. Dann bekomme ich nämlich jedes Mal XP für den Erforschen-Skill. Und dann geht das irgendwann schneller. Den Rest bei Skier. Okay. Wir hören einfach mal auf Chat. Ich, ganz ehrlich, was kann schieflaufen? Lul W. Ups. Junge, das ist einfach das, was bei der Sniper übrig bleibt. Okay. Und den Rest bei Skier, ja? Okay. Gut, Kollege, dann machen wir mal. Chaddy, sag Bescheid, wenn ich irgendeine Scheiße verkaufe, ja? Der hat jetzt nicht wirklich alle Waffen verkauft. Doch? Bro, soweit ich verstanden habe, sind das auch die übelsten Trash-Waffen. Steuerung Linksklick auf das Item. Oh, danke. Warte mal, ich habe das Gefühl, die beiden will ich behalten. Ich glaube, die will ich nicht verkaufen. Die scheinen gut zu sein. Guck mal, die... Alter, das bringt 13k, Jungs. Ich glaube, das ist nicht scheiße hier. Ich glaube, das will ich behalten. Okay, warte mal, das kann weg. Weg. Ich glaube, das Holo-Ding will ich auch behalten. Wie sieht's aus mit denen hier? Will ich die behalten? Die beiden? Oder weg? Hast du Daniel gefragt, ob er heute Abend zockt? Nee, ich will heute alleine spielen, Bruder, um ein bisschen reinzukommen. Weg damit? Okay. Weste behalte ich, wa? Gut, dann den Kollegen noch weg. Okay. Stonks! Fucking Stonks, Chat. Habe ein Referat gemacht. Das Thema von dem Referat sollte Vorbild sein. Aber du hast jetzt nicht über mich gemacht, oder? Ich spiele Videospiele for Living. Okay. Ich kenne gefühlt keine Hauptstadt. Ich habe allgemein gar keine Ahnung. Von nichts. Meine Allgemeinbildung ist ass. Selbst ein fucking Zweitklässler hat eine krassere Allgemeinbildung als ich. Du hast ein Referat gemacht über einen Arbeitslosen? Okay. Hold up a minute, okay? Ganz kurz pausieren hier. Was für Arbeitsloser? Damn, son, where'd you find this? Entspann dich, Dude. Was hältst du von Heal Mike? Kommt jetzt irgendwie sowas wie Heal Mike Cock oder so? Ist es jetzt sowas? Danke für die 2 Euro, Bro. Und Mochelo, danke für die 2. Hör dir diesen Kampfschrei an. Dicker Holz ist so laut. Holy shit. Irgendwie ist meine Kamera heute extrem dunkel, Alter. Okay, den Kollegen haben wir, glaube ich, auch schon durchsucht, ne? Sorry. Es tut mir leid, Chat. Guck mal, der Clip heißt, er wollte nur dich, aber hier sieht man doch obvious, dass ich Daniel nicht. Da sieht man doch obvious, dass ich Daniel nicht abschießen wollte. Da schaut. Bin down. Viel Erfolg. Vorne zum Käfig. Guck, ich hab für den da hinten gepiekt. Und hab dann geschossen und in dem Moment ist Daniel rein. Bin down. Viel Erfolg. Vorne zum Käfig. Du willst doch nicht erzählen. Das hat man doch gesehen. What the fuck? Papa Platte, verwirrter Daniel. Jungs, ich bin gespannt, wann Daniel aufwacht, to be honest. Also, ich habe mit Daniel gestern geschrieben, also ich habe ihm das hier geschickt.
Ah, Bruder, alles cool, alles cool. Ja, Mann, ich hoffe, dir geht's inzwischen ein bisschen besser, Bro. Ich küsse deine Augen. Und du bist auch kein Ficker. Daniel meinte zu mir, ich bin kein Ficker. Und er mag mich. Oh, ich wollte fragen, ob du vielleicht Bock hast, morgen mit mir Escape from Tarkov zu spielen. Falls ja, dann sag Bescheid. Okay, pass auf. Ich brauche jetzt eure Hilfe, Jungs. Er hat geschrieben, ja, ich habe Lust, auch wenn vielleicht das Morgen in der Nachricht gerade nicht mein Morgen ist. Der Emoji. Fucking Daniel, dude. Ich habe kurz mein WhatsApp gelesen. Sind meine PowerPoints-Emote nur für einen Tag da? Nee, für immer. Und du kriegst auch noch per Post, kriegst du auch noch das Ganze als Metallbild, was du dann an die Wand machen kannst, das Emote. Bro, die sind für einen Tag, ja, 24 Stunden. Alles andere wäre super stupid. Hier dich, ja, alles cool. Bro, allgemein bin ich ja noch nicht fertig. Guck mal, hier ist noch so ein Schaft übrig und der Bums hier. Oh, guck mal, Raum 206 haben wir hier bekommen, Freunde. Wow! 2000 Rubel. Geil. Stonks. Geile Doc-Tasche, Junge. Da war ja richtig abgeräumt. Oh Mann, Alter. Okay, ich will diesen Schaft noch loswerden vorne. Und ihr müsst mir erklären, wo ich die Quest herbekomme. Sind das hier die Quests? Okay, wir haben hier gerade aktuell keine. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Mein Inventar ist so unglaublich unaufgeräumt. Ich krieg fucking AIDS. Alter. No joke. Ich hab Sushi Stink gekillt. Ganz ehrlich, wenn du heißt Sushi stinkt, dann hast du es auch einfach verdient, abgeschossen zu werden. Just my opinion, Alter. Wie funktioniert denn das hier, Freunde? Kann ich das direkt hier raufziehen dann? Oder muss ich das erst entladen? Ah, erst entladen, oder wie? Rechtsklick und auspacken, okay. Und was genau mache ich da mit dem Ding hier? Das verkaufe ich doch dann einfach, wenn es leer ist, oder? Ich meine, das hat doch keinen anderen Zweck. Sushi ist halt ekelhaft. Wie kann man Sushi ekelhaft finden? Also ich sag mal, okay, als ich das erste Mal Sushi gegessen habe, fand ich es auch nicht so geil. Also ich fand es jetzt nicht ekelhaft, aber ich fand es jetzt nicht so geil. Aber ich fand es jetzt nicht ekelhaft, Bro. Warte, wie war das? Muss ich es hier in der taktischen haben oder in der Hosentasche, damit ich es hier verwenden kann? In der taktischen, ne? Ah ja. Glaub schon. Okay, ich hätte gerne noch dieses Heal-Package, was Daniel immer mitgenommen hat. Krieg ich das irgendwo gekauft, außer bei der alten? Also dieses hier, dieses Saleva. Weil bei der kann ich es nur eintauschen gegen dieses komische Zeckenspray hier. Auf dem Flohmarkt. Ist das teuer? Mache ich irgendwas Falsches? Kommt nichts. Ach so. Jetzt, oder? Ah. Okay, dann schauen wir mal. Ist das doll teuer? Ah.
Warum muss davon welche koppen, Freunde? Ja, wa? Nein, nein, nicht das. Wait, wow, 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 wow. Warum nicht das? Oh, fuck, der ist fast im Arsch. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Zwei Uses noch. Oh, fuck. Als ob man verbrauchte... Als ob man... Oh mein Gott, wir wurden abgescannt. Oh mein fucking Gott. Das ist ein Geschäftsmodell. Oh mein Gott, wir wurden abgescannt. Oh, Bruder. Ja, komm, hau rein. Weg damit. Oh mein Gott. Bruder, ich möchte mich einfach löschen. Oh mein Gott, Chat. Ich möchte mich einfach nur löschen. Oh. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall hier gekauft, Freunde. Das hat uns nur ganze, I don't know, 60.000 Rubel gekostet. Chillig. Okay, haben wir noch irgendwas zum Futtern, Jungs? Warte mal, hier ist irgend so eine Kondensmilch. Ah, fuck, Kondensmilch macht Wasser weg. Oh, das wusste ich nicht, shit. Okay. Okay, wir sind good to go, denke ich. Ja, Freunde, dann geht's wieder rein in die Olga. Warum lässt du dir nicht einfach von Dani helfen? Bro, das Ding ist... Daniel hat mir jetzt die ganzen Grundlagen erklärt, okay, Freunde? Aber glaub mir, wenn ich jetzt hingehe und eine harte Zeit habe hier in dem Game, dann habe ich hier 200 Mal mehr Spaß, als wenn mich jemand durchträgt. Ich liebe es, mit Daniel zu zocken, und wenn ich etwas besser geworden bin, hätte ich auch auf jeden Fall Bock, nochmal mit Daniel zu zocken, auch mehrmals. Aber ich muss einfach in diesem Game gerade eine harte Zeit haben, damit ich Spaß haben kann. Bruder, ich würde mich niemals sonst so krass darüber freuen, wenn ich es schaffe. Weißt du, was ich meine? Also... Ich bin jetzt viel angespannter gerade und freue mich extrem, wenn ich irgendeine Scheiße bekomme. Auch wenn es nur irgendeine Scheiße ist, Bro, aber ich freue mich, weil es halt Cash ist. Und, weißt du, der Weg ist das Ziel sozusagen. Und ja, ich habe Spaß. Ich glaube, den Shit verkaufe ich fix mal. Muss ich den Preis selber festlegen, Jungs, oder kann ich das automatisch irgendwie machen? Ich check's gerade überhaupt nicht. Wo gebe ich hier den Preis ein? Ah, hier. Okay, wir machen es mal für 2000 Rubel rein. So. Angebot platzieren, richtig? Habe ich es richtig gemacht? Ah ja. Okay. Verkauf doch bitte die Doc-Tasche. Ah ja, auch, wo würde ich die lieber, also möchte ich die eher verkaufen im, ich weiß nicht, wann ich was im Flohmarkt verkaufen möchte und wann ich was verkaufen möchte beim Händler. Warum kosten die hier 220k? Immer erst... Im Flohmarkt, okay. Ich soll sie nicht verkaufen. Was bringt mir die Doc-Tasche, Jungs? Ist die einfach nur dafür da, dass ich Dinge mit... Ach so, warte mal. Jemand meint, ich soll die hier unten reinmachen. Angenommen, die ist jetzt da drin. Kann ich das dann im Raid aufmachen und hier Sachen reinpacken und die sind dann auch gesaved? Oh, dann ist es ja über Team OP. Aber ich kann da nicht alles reinmachen, oder? Nur Schlüssel und Geld kann ich da reinmachen. Ja, okay, dann ist doch sinnlos. Ich meine, ich loot doch nicht 200 Schlüssel, Freunde. Für den Anfang nutzlos. Aber später wird es sinnvoll, oder wie? Am Anfang ist das sinnlos, verkauft das Ding. Aha. Du wirst sau viele Schüssel sammeln irgendwann. Okay, verstehe ich richtig, ich soll das am besten einfach erstmal liegen lassen, oder? Wir machen damit erstmal nichts. Vermute ich mal.
Okay, ich würde ganz gerne noch diese Waffenteile loswerden, Chat. Dieser Schaft hier zum Beispiel. Aber bei dem Kollegen ging's nicht. Okay, er gibt mir nicht so viel Cash dafür, aber bin ich hier richtig bei Fans? Beim Mechaniker auch? Ah ja. Ist das hier ein Visier-Chair? Ah, das ist das Nachtsichtvisier. Behalten wir erstmal. Könnte useful werden. Bruder, Munition ist gut expensive, yo. Schaut mal, ein so ein Munitionspack. 8K. Immer erst bei Skier, was er nicht nimmt bei Mechanic. Okay. Also jetzt waffentechnisch, ne? Verkauf das Zeug auf dem Flohmarkt. Du kannst rechtsklicken auf die Teile, filtern nach Gegenstand. Flohmarkt bekommst meist mehr Kohle. Ja, ich denke, das passt so, Bro. Ich denke eh, dass wir jetzt gerade nicht die Jumbo-geilen Sachen haben hier. Okay, weg damit, oder? Ah, will ich das Magazin vielleicht behalten? What the fuck, wo ist das Magazin denn? Hä? Bin ich low? Wo ist das Magazin hier hingegangen, was ich gerade da links reingemacht habe? Weiter rechts. Das ist wirklich extrem gut gelöst, Tarkov. Also hätte man das nicht irgendwie anders machen können? Ich kann nicht mal mit dem Scrollrad links rechts machen. Das ist so dumm gelöst. Holy shit, okay. Ich glaube, das behalte ich mal. Okay. Bei den Händlern bekomme ich auch die Quests, okay. Okay, 32k, Freunde, Stongs. Okay, der Typ hat gerade keine. Oh, was hat der? Was gibt's da? Was brauchst du? Geld, Ware? Wie genau nehme ich die an, Freunde? Oder habe ich die automatisch angenommen? Oben. Ach, da. Versteh mich nicht falsch, Freunde. This game is actually good. Okay. Das Game ist echt gut, aber dieser Akzeptieren-Button ist so fehlplatziert. Töte 5 Scuffs aus dem Zollgelände. Übergib 2 MP133 Schrotflinten. Übergeben heißt verkaufen, oder? Oder heißt übergeben hier irgendwie rein dingsen? Okay, das finden wir nachher raus. Aber wir müssen auf jeden Fall 5 Scuffs töten. Das bringt uns eine Kalaschnikow. Hä? Kann das, dass die Belohnungen übelst der Schrott sind? Einfach ihm geben, okay. Das sieht aus nach dem übersten Schmutz hier. Die Schrotflinten einfach auf dem Flohmarkt kaufen. Okay, dann machen wir erstmal die Scuffs-Quest. Kann ich mehr als eine Quest annehmen? Ja, vermutlich, ne? Dann gucken wir mal, was noch da ist. Finde 5 Saliva Erste-Hilfe-Taschen. Freunde! Die haben doch einen Sinn! Die haben doch einen Sinn, dass ich die gekauft habe! Wir haben sie nicht umsonst gekauft! Nur dumm, dass ich die eine verbraucht habe, weil ich ein Retard bin. Aber ansonsten nice. Übergib 5 Erste-Hilfe. Achso, okay, okay. Dann gebe ich schon mal die ab. Okay. Ja, dann kaufe ich doch einfach gebraucht, oder? Im Flohmarkt, I guess. Okay, wir gucken mal, was wir noch erstmal haben. Hier nichts. Übergib die Körperpanzerung an Skier. Was für eine Oh.
Okay. Soll ich machen? Ich habe das Gefühl, die ist vielleicht ein bisschen zu gut. Ich glaube, ich finde auch eine schlechtere. Ich kann ihm, glaube ich, jede geben. Die Quest pusht den Händler. Okay. Und was genau bringt mir der Händler? Ich weiß, Freunde, ich frage gerade echt viel, Alter, aber ich will es rausfinden. Spielst du auch mal oder bist du 24 Stunden im Menü unterwegs? Jonah, schreibst du auch mal gute Nachrichten oder nervst du nur rum wie so ein Stück Scheiße? Halt dein Maul. Okay, danke. Bessere Sachen und einfach günstiger. Okay, chillig. Freunde, entspannt euch. Okay, das Game ist... entspannt. Oben rechts siehst du, was du brauchst, um ein nächstes Level für den Trailer zu unlocken. Ja, habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Okay. Ja, dann schwingen wir uns mal wieder rein, Freunde, wa? Sind wir gesund? Gesund sind wir. Essen, trinken, Hammer. Ja, rede nur, Olga. Freunde, es geht weiter. Wir müssen aufs Zollgelände, actually, für die eine Quest. Sollen wir das machen? Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie das Zollgelände funktioniert. Achso, ja, noch eine Saliva mitnehmen, richtig. Damn, son, where'd you find this? Danke, Bro. Achso, warte mal, das muss hier sein, ne? So. Okay. Hast du Super Bowl geschaut? Ja, Mann. Bro, ich, mich hat's richtig angefixt da, Alter. Ich hab richtig, richtig Bock auf Football gerade. No joke. Ich hab's so krass enjoyed, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, Jungs, aber das Spiel war auch einfach geil. Ich fand's wirklich, es war einfach ein gutes Spiel. Das Ding ist halt, als ich das erste Mal angefangen habe, Football zu gucken, war es so irgendwie ganz komisch, weil ich hab irgendwie den Sport enjoyed, hab aber nicht so viel verstanden und mich hat's irgendwie genervt, dass es immer so ein Hin und Her war. Es war immer so... Eine Minute war was, dann war Pause. Eine Minute war was, Pause. Eine Minute war was, Pause. Und das habe ich übertrieben genervt. Aber beim Super Bowl war es irgendwie gar nicht so. Ich habe es todesenjoyed. Ja, und das Comeback war übertrieben nice. Junge, ich war ja für keine Mannschaft oder so, aber ich habe es einfach enjoyed. Ich weiß nicht, ich fand es einfach geil zu sehen, was passiert so. Und ich habe es halt auch verstanden inzwischen. Noch nicht alles, aber das meiste. Ja. Also eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Also wir müssen ja immer pro, also die Angreifer müssen ja immer 10 Yards kommen pro Versuch quasi. Innerhalb von 4 Unterversuchen, sag ich mal. Wenn sie dann nach 3-mal 4 Versuchen... Also, warte, wie erkläre ich das, was ich gerade für eine Frage habe? Also wenn sie nach dem 4. Versuch es nicht geschafft haben, die 10 Yards zu erreichen, insgesamt... Dann ist die andere Mannschaft dran, richtig? Richtig. So. Aber ich hatte dann sowas gesehen, dass sie dann einfach, ohne dass sie vorher einen Touchdown gemacht haben, also wenn man einen Touchdown macht, kann man ja quasi so einen Bonuspunkt bekommen, indem man quasi den Ball durch dieses Ding da schießt, ne? Aber ich hatte sowas gesehen, dass die manchmal das dann auch einfach so ohne Touchdown einfach reinschießen oder dass sie es in die andere Richtung irgendwie schießen. Oder werfen oder was auch immer. Keine Ahnung, wie die Scheiße funktioniert. Ah ja, Field Goal, genau. Ja, wann kommt das? Ja genau, wenn sie einfach ein Field Goal kicken ohne Touchdown vorher, kriegen sie 3 Punkte. Das weiß ich, aber ich verstehe nicht, wann man das macht. Beim 4. Versuch dann. Ach so, also die denken sich so, oh, bevor wir den 4. Versuch choken jetzt, machen wir einfach rein. Okay. Aber wenn sie die 10 Yards immer erreichen, haben sie in Anführungsstrichen unendlich viele Versuche immer, oder? Weil ich hatte überlegt, ob es da vielleicht auch irgendwie dann so ist, dass es da irgendwie aufgebraucht ist. Okay. Okay, und was genau hat es gebracht, dass sie das manchmal ins Gegnerfeld, also nicht ins Gegnerfeld, aber in die entgegengesetzte Richtung geballert haben? Irgendwie wurde es dann so erklärt, dass dann die... Defenders dann irgendwie dahin sprinten müssen, den fangen müssen oder so. Und dann dürfen die von da anfangen oder so. Aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja, punten, genau. Dass die Gegner dann weiter hinten sind. Ah ja, okay. Also ganz habe ich das nicht gecheckt, also dieses Punten habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber ist auch scheißegal, ich bin langsam einigermaßen drin.
Und Football ist awesome. Safe. Wann läuft Football immer so, Jungs? Zeitmäßig? An welchem Tag? Welche Uhrzeit? Ist das was uhrzeitmäßig für mich? Also, weil Super Bowl war ja 0.30 Uhr. Das war perfekt, Junge. Jeden Sonntag? Oh, 19 Uhr ist scheiße. Aber jeden Sonntag ist nice. Weil Montag ist immer ein freier Tag. Immer so 19.20 Uhr. Naja, wenn ich 13 Uhr online bin, dann streame ich 6 Stunden, dann ditche ich euch einfach. Ey, Real Talk ist ja so sick, wenn wir es zusammen gucken können. Ist ja so wild. Bruder, kommen wir auch irgendwann mal noch in dieses Game rein? Oh. Okay. Hab nichts gesagt, Junge. Ist immer erst September bis Februar wieder. Ja, ich weiß. Also, Super Bowl ist ja quasi so der Abschluss immer, ne? Aber trotzdem wollte ich halt fahren. Ist meistens aber 22 Uhr bis 3 Uhr. Sonntag von 19 bis 1 Uhr, zwei Spiele auf Pro7, Mark Max. Aber Saison ist jetzt vorbei. Sind die Spiele nacheinander dann wenigstens? Also, dass ich dann zum Beispiel das zweite Spiel dann gucken könnte? Weil beim ersten Spiel, also 19 Uhr direkt, da streame ich halt. Oh ja? Okay, chillig. Ja, denkt ihr, das ist worth? Ich hätte schon Bock. Also es hat, Super Bowl hat mir extrem gut gefallen. Ich habe halt bis 4.30 Uhr durchgeguckt, keine Sekunde verpasst. Und Freunde, ich möchte einen Pock in Chat bekommen. Ich habe meine Mobile Game Addiction beenden können. Ich habe Archiro gelöscht. Und ich hatte mir während dem Super Bowl auch noch so einen Idle-Miner runtergeladen. Habe ich auch gelöscht. Ich habe es geschafft, Freunde. Ich hatte einen Moment der Stärke. Okay, und dachte mir in diesem Moment, ich lösche jetzt diese App. Hier sind Steps. Ich kann die Steps gar nicht einschätzen. Es hört sich so an, als wäre ein Meter hinter dieser Wand. Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass das ein Zock. Ist das eine Granate? Fuck, ich weiß nicht, ob er dead ist. Ich glaube aber eher nicht. Oh Gott. Freunde, das sieht nicht gut aus. Ja, okay. Fuck. Ich hätte rausrennen müssen. Ich wusste nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie. Ich kann nicht einschätzen, wie viel fucking Radius so eine Granate hat in diesem Game. Okay, weil guck mal, zum Beispiel bei Age of Zebron hätte mich diese Granate nicht gekillt. Ich wurde noch nie von der Granate abgeworfen, keine Ahnung. Okay, scheiße, Mann. Ich dachte, dass ich vielleicht in der Ecke sicher bin. Fuck! Ich war in deinem Raum drin. Ja, das habe ich gesehen, aber trotzdem. Oh, das ist jetzt bitter, Freunde. Oh, wir haben richtig viel verloren dadurch, ne? Wir haben jetzt nichts mehr. Oh, Bruder, er dachte sich einfach flop, ich danke hier einfach rein. Hey Kevin, hier dein Broker des Vertrauens. Verkauf spätestens morgen deine Tesla-Aktie und mach einen Put-Short. Wette darauf, dass der Kurs fällt. Danke, Bro, ich weiß, was es ist. Aktueller Kurs okay. Hinweis, es fallen keine Gebühren. Sie sind verpflichtet, mich im Chat VIP zu machen. Okay, du sagst also, ich soll meine Tesla-Aktie verkaufen, weil mir jemand 2 Euro donatet hat und mir das gesagt hat? Ich weiß nicht, ob ich jemandem vertrauen sollte, der Broker mit 2 O schreibt. Aber danke für die 2 Euro, Bro. Ich denk drüber nach. Ich meine, ich bin actually am Überlegen, ob ich sie verkaufen soll. Also, ich habe wirklich sehr viel Geld drin. Und die sind richtig krass gestiegen.
Alter, sie sind in den letzten 24 Stunden um 18,7% gestiegen. Wild. 187, Freunde. Also schaut mal, das ist aktuell, das ist, so sieht's aktuell aus. Das ist wild. Das ist absolut wild. Das ist innerhalb von, was ist das? Ja, 3-4 Monaten einfach aufs Dreifache vom All-Time-High gestiegen. Nicht dreifach, fast dreifach. Das ist crazy, dude. Machst du dann den Gewinn in Subs? Nein, ich mach den Gewinn wahrscheinlich dann in den ETF rein. Kevins Broker war vergeben. Achso. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Wir haben nichts. Gut, dass wir alle Waffen verkauft haben. Oh mein fucking Gott. Warte mal, wir können, glaube ich, diese hier nehmen. Freunde, ist das auch eine, die Schutzweste direkt ist? Ah, nee, okay. Ah, nehmen wir trotzdem, würde ich sagen. Die hat gut viel Platz. Oh mein Gott, Digga, das ist nicht gut. Wo kaufe ich mir jetzt am besten eine Waffe, Alter? Kann ich bei diesem Mechanic-Guy eine Waffe kaufen? Uh-huh. Gibt's hier irgendwas für Geld? Achso, ich soll einfach nur das Scuff spielen, Freunde. Ja, true. Du solltest immer gucken, ob du beim Flohmarkt oder bei der alten mehr bekommst beim Muni. Oder bei Sachen, die du nicht kennst und oder die Funktion nicht kennst. Kannst du Doppelklick machen und dir die Beschreibung durchlesen. Außerdem gibt es eine Wiki. Jo. Alles klar, Bro. Danke für die 2, Buddy. Damn, son, where'd you find this? Ich hab mir gerade 26 bei Blade Metal Fusion Folgen reingezogen, kleine als 3. Ist Beyblade Metal Fusion dieses normale Beyblade gewesen, Bro? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich hab Beyblade gar nicht mal so viel geguckt damals. Ich weiß nur, dass es da einen so einen Guy gab, der hat sein Beyblade gezogen, Let It Rip gesagt, und dann kam so ein Tiger aus seinem Beyblade raus. Und ich habe irgendwie immer versucht, zu Hause mein Beyblade so zu modifizieren, dass da auch ein fucking Tiger rauskommt. Aber es kam nie dann einer raus, so. Und dann war ich traurig. Oder ein Löwe? Kann auch sein, dass es ein Löwe war. Vielleicht war es ein Löwe, ja. Bitte was? Ja, ich habe halt irgendwie versucht, da andere Sachen ranzumachen. Weil ich irgendwie gehofft habe, dass dann auch ein Löwe rauskommt. Aber da kam keiner. Und dann, ja, dann, das war, hat mich dann traurig gemacht. Morlo, danke für die 10 Euro, Bro. Kuss aufs Auge, Mann. Wenn du dich auf der Website von EFT einloggst, kannst du, glaube ich, noch ein Willkommenspaket abholen. Ich glaube, das habe ich schon gehabt, oder? Ah, not sure, to be honest. Bruder, ich habe einfach 3 Packungen Nudeln gegessen. Ich bin immer noch Hunger. Ich hole mir die noch. Ich bin gleich wieder da. Ich wollte Cindy nochmal schnell fragen, ob sie auch was von den Nudeln möchte, weil ich die jetzt leer gemacht habe. Aber Freunde, sie schläft. Bedeutet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, will ich als Scuff eigentlich den gleichen Shit machen wie sonst, Freunde, oder ist irgendwas anders? Ich habe erst eine Runde Scuff gespielt und habe überhaupt nichts verstanden. Oh boy. Ach, das ist... Nee, warte mal. Ist es auch die Map, die ich davor gespielt habe? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Keller hier gibt. Ah, fuck, das kann ich nicht aufmachen. Ah, Reserve, genau.
Mit was hat... Hab ich selbst gehört? Mit was hat Daniel diese Dinger aufgemacht, Freunde? Was brauche ich denn dafür? Hier ist jemand. Moin. Ein Schlüssel. Danke, Jungs. No shit. Aber ich meine, es ist ein wiederverwendbarer. Ich glaube, über mir steppt irgendwas. Darf ich dir Football über TS erklären? Ah, Bruder. Alles cool. Wisst ihr, was ich voll nice finde? Bei Football, beim Super Bowl, das Gewinnerteam und auch nicht nur die Leute, die gespielt haben, sondern auch irgendwie andere Leute, die irgendwas im Team gemacht haben, die bekommen einfach so einen Iced-Out-Ring. So einen Super Bowl-Ring oder wie die heißen. Und da ist einer so 35k wert, Alter. Und der Typ, bei dem ich, also ich habe bei DAZN geguckt, da haben die so erklärt, dass es auch teilweise sogar das Küchenpersonal bekommt von denen, von der Mannschaft. Übelst nice. Habe ich übelst gefeiert. Voll nice. Weil die halt so sagen, yo, es sind halt nicht nur die Spieler, die das halt dann ausmachen, sondern halt alle so. Übelst nice, Bro. Was ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, wofür diese 2 Milliarden Leute an der Seite sind. Und die haben auch immer dieses Tablet und so. Was machen die damit? Beim Football. Clash of Clans. Stell dir vor, so Super Bowl und dann einfach so Siri, stopp, Siri, bitte, Siri, Abbruch, Abbruch, Siri, Stiri. Und die Spieler spielen so währenddessen einfach so um den wichtigsten Cup überhaupt. Damn, so, da draußen ist das wichtigste Turnier. Erstmal mein Rathaus auf Level 9. Ach, herrlich, ey. Wie viel Gigabyte hat das Game beim Runterladen? Ich glaube 30 oder so, aber not sure. Und wie heißt der Launcher? Du musst es auf der Seite irgendwie machen. Einfach mal ETF bei Google eingeben. EFT, sorry. Der Investment-Boss. Okay, Freunde, ich glaube, ich will darüber looten. 10 Gigabyte? Okay, krass. Bruder, erklär mir mal, warum dieses Game 10... Meine Waffe ist Einzelfeuer only anscheinend. Gut zu wissen. Habe ich mit dem unendlich Munition oder was geht ab? Ja, Junge, würde er nicht so lecken wie so ein Stück Scheiße, dann würde ich ihn auch killen können. Das war eh ein Bot, scheiß drauf. Oha, was hat er denn für einen Riesenrucksack, Junge? Wow, sein Rucksack ist riesig, Alter. Oh fuck. Ah, Bruder, mach nicht diese. Oh Gott, das ist ja noch einer. Lad nach. Warum kann ich denn nicht auf. Ich kann nicht auf Dingsfeuer machen. Auf Auto. Sind diese Waffen alle nur einzeln oder was? Digga, die hat 10 Schuss, Junge. Oh mein Gott, darauf erstmal eine Nudel.
He doesn't know, Alter. People love. Was ein Cake, Alter. Ist er oben drauf? Alter, easy clap, Freunde. Gar kein Problem, Junge. Ja, die Jungs waren ja komplett los. Oh, Bruder, rein, 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 rein. Oh Gott. Ich blute. Ja, aber was soll ich machen? Freunde, was genau nehme ich eigentlich an Stuff mit dann in meine Base, wenn ich jetzt überlebe? Weil nicht alles, oder? Alles. Auch die Sachen, die ich von Anfang an quasi im Inventar hatte. Also das ist doch quasi Free Money so ein bisschen, oder? Voll geil dann. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich packe die mal weg. Warum geht das nicht? Kein Platz für diesen Gegenstand. Hä? Ich will sie doch weg. Achso, wegwerfen. Achso. So. Ich will eigentlich gucken, ob hier noch irgendeine Bandage drin ist oder so. Hat jemand gesappt? Oh mein Gott! Ah, Bruder, schwierig! Okay, warte mal, gibt's noch irgendwie eine Hoffnung, wie ich das überleben kann? Ne, wir verlieren 3 HP jede fucking Sekunde. Okay, RIP. Freunde, das war's mit Zuko, Alter.